Hallo und herzlich willkommen bei Die Therapie. Und hier sind sie, ihre beiden nicht mehr ganz so schwitzigen, aber dafür umso heißeren Therapeuten und zu Therapierenden. Hier sind Julian Leithoff. Und André Georg Hase, meine Damen und Herren. Ich hab's schon gesehen, ich war jetzt so ein bisschen, wir hatten ja jetzt, wir haben ja Aufnahmesession gehabt, für unser Hobbyprojekt, die RP1 Ohrwürmers, und hatten dann jetzt noch so ein bisschen was Bürokratisches zu regeln. Und ich war jetzt schon so ein bisschen down und ich habe auch gesehen, dass du hast das mit Absicht gemacht, ne? Das war so dein Musical Spirit, habe ich, glaube ich, gerade so gesehen. Sich so pushen, einfach through the limit. Weißt wir du nicht? Wir machen hier keinen Lean-Back-Podcast. Ja. Wir gehen mit allem, was wir haben, rein. Hallo und herzlich willkommen bei Die Therapie. Wow! Ja! Guck mal, ich bin jetzt auch total angesteckt schon. Direkt wunderbar, wunderbar. Julian, wie geht's denn? Mir geht's blendend, ja. Als neuer Social Media Star ist. Absolut, absolut. Vielleicht auch einfach so absolut, Julian, du sprichst es schon an. Ich hab's in der letzten Folge, habe ich es immer mal angedeutet. Ich habe dann aber bewusst nicht das Thema dahin gelenkt. Und ich glaube einfach, wir zwei kennen uns mittlerweile auch schon so gut, dass du das einfach erahnst auch. Du bist ja tatsächlich so, so das, was man, glaube ich, einfach jetzt so ein Klickmillionär nennt, ne? Ja, also du bist ja sogar Klick-Multimillionär. Ja, ne? Also du bist ja Klick-Multimillionär. Es ist ja auch schon einfach Hörern, also langen Hörern dieses Podcasts aufgefallen. Die sind dann irgendwann über ein Video von dir gestolpert. Aber, und die möchte ich jetzt auch ganz herzlich hier begrüßen. Ich habe dich ja irgendwann gefragt, so, ey, sag mal, bist du gerade irgendwie auf einer Party und zwingst irgendwelche Leute, dass sie unsere Facebook-Seite liken müssen? Wie sonst immer. Weil mein Smartphone stand ja nicht still, ja. Das rappelte und schepperte ja die ganze Zeit. Hier hat die Seite geliked, hier hat die Seite geliked und sowas. Wir haben ja irgendwie da so an einem Abend dann da so 50 Fans oder sowas mit dazu bekommen. Ratio-mäßig natürlich als Multi-Click-Millionär jetzt nicht so eine gute Ratio. Aber trotzdem war es so der größte Peak in unserer Facebook-Historie, den wir da haben. Ja, die spannende Frage wird ja sein, ob jetzt tatsächlich jemand auch jemand die jetzt Therapie jetzt, genau, jetzt hört. Hier jemand einfach mal so, ja, ich fand das Video gut, ich habe jetzt hier mal reingehört und ich finde auch das gut. Deswegen, das ist ja so ein bisschen mein Traum. Das wäre cool. Wir müssen natürlich jetzt für die, die gar nicht wissen, wovon wir reden, nochmal irgendwie vielleicht die ganze Story Julian, von Anfang beginnen. Erklär doch vielleicht. Bevor ich damit anfange, heiße ich natürlich alle sehr herzlich willkommen hier bei der Therapie. Auch die, von mir. Genau. Die über dieses Video tatsächlich jetzt hier hingekommen sind und sich gefragt haben, okay, was ist das überhaupt für ein Blödsinn? Auch von mir herzlich willkommen. Ich bin in dem Video nicht zu sehen. Ja, weil wir uns... weil hier nur eine Person in dem Raum ist und weil Julian einfach sehr gut die Stimme versteht. Kann. Nee, ich bin nur eine Bauchredner. Weil halt vor allem vielleicht die härteste und bitterste Botschaft für alle, die jetzt neu dabei sind, weil sie diesen ganz frischen, exklusiven Content gesehen haben, dieses Video halt über 4 Jahre alt ist, was jetzt gerade durch Social Media geht. Und es fing alles damit an, dass ich 2014 geheiratet habe. Ja. Und dazu, wie man sich vorstellen kann, wenn man hier so auch meine sonstigen Leidenschaften für Musical etc. kennt, eben, natürlich das Ganze auch einfach so stellvertretend, so wie man sich auch eine Hochzeit bei Julian Leithoff ohne Alkohol mit viel Getanz und viel Also ein Rausch ohne Rausch quasi. Ja, genau. Und genauso war's. Und dadurch, dass ich ja gerade in der Zeit war ich ja eben noch am Staatstheater Wiesbaden in der Musical Ensemble und sprich die ganzen Leute, die eingeladen waren, haben natürlich auch irgendwas dazu beigetragen. Also es ist, wie sind die eigentlich so privat? Reden die dann auch normal oder singen die immer alles? Die singen immer alles. Hier Gags parat. Den habe ich mir gerade auch spontan ausgedacht. Den habe ich jetzt nicht vorher aufgeschrieben. Warte, extra für diesen Gag. Hast du das Publikum für Gäste Punchline hast du schon reingeholt, ja? Ja, kommt ja noch. Ja. War nicht schlecht, ne? Singen doch immer so viel, die Musical-Darsteller. Okay, ja, waren viele Musical-Darsteller da? Ist natürlich extrem ätzend, dass wenn du sowas, egal ob als Hobby oder hauptberuflich machst, dass bei jeder Hochzeit heißt es natürlich immer, na also, dann Bühne frei, hier für dich, viel Spaß. Genau. Naja, ich spiele halt sonst im Staatstheater, ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt hier für Oma Ilse irgendwas singen soll. Das ist immer, glaube ich, so ein bisschen das Eintragen. Ach, da bist du denn zu fein für? Ich habe mich jetzt... wie man weiß aus der Therapie, dass ich fast, wenn mich nicht der Schlag getroffen hätte, hätte ich es ja gemacht. Also ich für den Geburtstag. Nee, und in dem Rahmen, ich finde tatsächlich, wenn es dann auch irgendwie so ein bisschen lustig ist und so, passt das schon. Ja. Und vor allem natürlich war es jetzt hier klar, dass wenn dann jemand aus diesem Ensemble heiratet, dass dann natürlich Sachen gemacht werden. Und es diverse Sachen, die ich natürlich nicht alle online gestellt habe, sind dabei jetzt schon. Also ich werde dir, du kriegst mal irgendwann eine Privataufführung. Also da gab es den einen oder anderen legendären Auftritt oder wo ein Lied umgedichtet wurde und so. Auf jeden Fall krieg ich mal was von dir.
Ehrlich? Ja. Ach, das finde ich so, schön. So, ja. So eine Privatvorführung, ja. Julians Hochzeit. Stelle ich mir irgendwie gerade sehr absurd vor, wie wir uns so. Vor allem du einfach so alleine und dann so bei mir zu Hause irgendwie so. Ja, fand ich gut. Ja. Ja, inspirierend. Weil ich ja jetzt auch nicht so unbedingt für meine überschäumende Euphorie bekannt bin oder so. Ja, vor allem halt bestimmt nicht für irgendwelche Musical-Einlagen. Nicht unbedingt. Ja. Nee, und was für mich das Spannende ist, dass es gab halt zwei Videos, nämlich das eine jetzt der Hochzeitseinzug und das andere war der Hochzeitstanz. Also das, wo ich dann halt, was ich online gestellt hatte, aber erstmal nur für die Leute, die da bei der Hochzeit waren. Ja. Und dann haben die, und zwar auch auf einem eigenen Kanal. Ja. Und das eben jetzt vor über 4 Jahren. Mhm. Und da haben die Leute dann gesagt, ja, das ist so cool, ich wollte es einer Freundin zeigen, wenn du es auf privat hast, kann ich das niemand anders schicken. Okay, also das heißt, es war gar nicht so, dass du jetzt so, oh ey, da habe ich ja was richtig Cooles gemacht und das stelle ich jetzt mal dahin. Alle sollen sehen und sowas. Nee, das ist nämlich, sondern ich mein, das du wurdest ist ja, eher so ein bisschen überredet. Das ist ja für dich muss das ja so sehr schizophren sein, dass du einerseits, heißt es vor jeder Aufnahme, ja gut, aber hier, André, du weißt, aber das war ja mal. Mittlerweile sind ja hier die Türen offen. Ja, es weiß jetzt jeder alles. Ja. Ja, in der Leithofpedia. Ja, ja, da hast du mich zugebracht. Ja, genau. Nee, weil das ist nämlich genau der Punkt, dass ich sage, ich möchte halt gerne, wenn ich was künstlerisch mache, dann will ich das nicht geheim halten. Aber ansonsten ist das für mich halt ein privater Rahmen. Und ich habe schon gedacht, okay, das ist ein Video, was irgendwie gute Laune macht oder vielleicht auch gut funktionieren würde, aber ich hatte jetzt überhaupt nicht diese Intention, sondern für mich war eher, okay, wenn jemand wenn man sich jetzt das so marketingstrategisch vorstellt, ich habe überhaupt keine Lust, dass jemand, der Julian Leithoff als Künstler kennt, dann, ach übrigens, hier meine Hochzeit, das beste Video, sondern da habe ich sozusagen ganz klar gesagt, sondern ja. Das war eher dann andersrum, dass ich dann nur bei dem Video, okay, übrigens, hier gibt's noch anderen Kram, weil das finde ich dann wiederum so legitim und habe aber, da ist kein, das ist ja das Verrückte, dass man, egal ob jetzt als Künstler oder auch, ich habe ja auch in der Werbeagentur gearbeitet und du stellst dir ja immer die Frage, okay, wie kann man irgendwie genau, etwas, was man produziert. Wie schaffe ich das, was die Leute dann von sich selbst verbreiten. Wie schaffe ich den Viral-Hit? Irgendwie strategisch. Und deswegen ist es für mich jetzt hier so faszinierend, weil für mich war auch, es gibt eben, wie gesagt, zwei Videos und das andere ist der Hochzeitstanz, der was wirklich eine richtig krasse kreative Leistung, wo ich wirklich auch ein halbes Jahr dran gesessen habe, weil ich habe da so ein kleines 3-Fragezeichen-Hörspiel-Theater draus gemacht. Und das könnte man sich auch angucken? Das könnte man sich auch angucken. Und das ist für mich wirklich so ein, ey, wie krass ist das denn? Also ich bin ja eher so ein selbstkritischer Mensch, aber da denke ich wirklich so, hey, nee, das ist richtig witzig und das ist richtig kreativ und man sieht vor allem auch den Aufwand. Ich habe halt ein eigenes Hörspiel aus den ganzen Hörspielen, die es gibt, so geschnitten sozusagen, ein neues und dann lauter Lieder also reingepackt. So 8 Monate vor der Hochzeit, ja, so deine wirklich? Frau so, ja, könntest du dann vielleicht auch mal kurz, nein, ich bastel hier an der Überraschung. Ja, aber so ist es auch. Ja. André, ich bin 2 Tage vor der Hochzeit zu einer Veranstaltung gefahren, wo der 3-Fragezeichen-Sprecher von Justus Jonas war und hab dann in der Menge während der Autogrammstunde gegeben, hat gesagt, hier, mal alle leise sein, ich muss einen O-Ton von dem aufnehmen, weil das wird das Highlight von dem Ende. Und da hatte das wirklich, so am Ende, hier, und ich gratuliere dir, Julian, zu viel Spaß bei dieser Hochzeit. Euer Justus Jonas. Und das war dann halt das Ende von diesem Tanz. Also wie gesagt, es war ein riesen aufwendiges Ding. Das war wirklich so ein kleines Theaterstück. Ja. Geht halt auch über 10 Minuten. Ja. Und das war für mich so ein, das ist richtig krass. Und das ist tatsächlich auch dann in dem 3-Fragezeichen-Rahmen. Es gibt ja so eine Fanseite, da hatte ich das denen dann mal gezeigt und die halt, oh, wie krass, wie aufwendig, was? Und das sind ja aus über 40 Folgen sind irgendwelche Sachen reingeschnitten. Ja. Hab noch kleine Referenz an Pulp Fiction und so. Also könnte auch was für dich dabei können sein, wenn du dich so ein bisschen auch mal reingucken, auf einen Klamauk einlassen kannst. Das war eben die 3-Fragezeichen und der Hochzeitstanz. Ja. Ja. Und ich habe dann sogar von dieser 3-Fragezeichen-Seite haben die mir dann auch ein exklusives Coverbild per Post geschickt und gesagt, hey, das ist ja wirklich richtig krasse Leistung gewesen. Aber, weiß ich was, bei Facebook, bei YouTube, ich glaube 2000 Klicks oder sowas. Ja? Ja. Aber das war das Ding, wo richtig viel Arbeit reingeflossen ist. Genau. Und das andere ist für mich bis heute überhaupt gar nicht so eine krasse Sache. Ja. Nämlich hatten halt einfach überlegt, okay, zu was kann man einziehen und es war direkt am Anfang eigentlich so klar und so, soll ja irgendwie Party abgehen und so irgendwie gute Laune machen. Ja, dann passt ja nicht dieses, was ja 9 von 10 Mal ist dieses Halleluja, Halleluja. Und dann ja. Hab ich,
Es wäre doch viel witziger mit Sing Halleluja. Aber es war jetzt überhaupt nicht so ein, ey, wir sind so freaky. Die verrückteste Idee aller Zeiten. Nein, also es war auch, also deswegen haben wir mit niemandem abgesprochen, sondern haben dann einfach so, das wäre doch total nett, dann halt irgendwie einen Tag vorher sich mit irgendwie den Leuten, die dazu einziehen, einmal getroffen und gesagt, hey, dann überlegt euch irgendwas, wie ihr reinkommt und einfach, genau, das habe ich, ja, hab ich ja auch zu dir gesagt, dass das ja jetzt, das ist ja jetzt, also ne, das Video ist ja tatsächlich witzig, aber das ist ja jetzt nicht so, oh, krass, der eine ein Flickflack, während der andere im Hintergrund so einen Breakdance-Snake-Move irgendwie dann den Gang lang macht oder sowas. Ja. Nee, sondern, einer jongliert mit Kindern. Sondern deswegen, oder so. Das kannst du ja beschreiben, jetzt für die wenigen wahrscheinlich, ja, die Therapie hören, aber dieses Video noch nicht, ja, gesehen haben. Es ist halt einfach ein, ganz gut gefilmt, muss man sagen. Ja. Also einfach. Vom Sven wahrscheinlich, ne? Nee, das war auch da. Einfach spontan einer aus der Musical-Truppe, wo wir haben gesagt, hier könntest du das machen. Und es wäre cool, wenn du halt im Finale dann so einmal rumschwenkst. Aber es war, wie gesagt, einfach, es war ja nie für eine Veröffentlichung geplant. Ja. Es war einfach so, wir wollten natürlich, generell von der Hochzeit gibt es natürlich so ein paar Videos und das war halt so, ja, das eine Ding. Aber okay, es ist per Zufall, würde ich sagen, oder intuitiv von dem Typ, der, glaube ich, da auch zum ersten Mal eine Kamera in der Hand hatte, das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Musical-Darsteller. Natürlich, ja, man weiß, worauf es ankommt. Mhm. Und deswegen jetzt die Beschreibung, es ist einfach, eine kleine Kapelle, in die es eben einen Einzug gibt und auf Dr. Alban Sing, ja, Halleluja. Und das, wie gesagt, vor 4 Jahren. Und dann habe ich das, ich habe auch gezielt, weil ich wollte ja gar nicht damit irgendwie, ich habe das Potenzial selbst auch gar nicht darin gesehen. Ja. Plus auch gar keine Intention gehabt. Ich wollte ja nicht, ja, das ist doch der von der Hochzeit. Oder genau. Das und ist dann ja so furchtbar. In so Panel-Shows drin sitzen. Hier ist Altstar Jürgen von der Lippe. Außerdem Heller von Sinn. Der Typ aus dem Sing Halleluja Hochzeitsvideo. Weißt du, und dann auch selbst noch so T-Shirts anhaben mit sich selbst drauf und sowas. Oder nur so T-Shirts, wo so Sing Halleluja so, oder so, ja, drauf. Mach doch mal nochmal. Dann muss man doch immer so genau, diese Showtreppe runterkommen auf, genau, das Lied, ja, und, ja, immer mit diesem. Und so bei Markus Lanz, ja. Vielen Dank. Da kann ich ja nur sagen, zu diesem Bericht von Serdar Somuncu, Amen oder auch Halleluja. So würden Sie das ja wahrscheinlich lieber eher sagen. Und ich würde immer versuchen, so inhaltlich davon loszukommen. Naja, ich denke, das ist jetzt auch wirklich. Ja, also ich habe halt auch ein Buch geschrieben über Elementarphysik. Ja, ja, sehr interessant, aber jetzt machen Sie doch mal den Tanz. Gibt's auch eine sehr gute Simpsons-Folge zu. Ja, vor allem passt es ja überhaupt nicht dadurch, dass jetzt bei uns in der Beziehung nur ich in irgendeiner Form was Künstlerisches, genau, auf der Bühne mache. Es würde ja auch dann, ja, so, ja. Ja, deine und Frau, die ist halt einfach Kunst, weißt du? Die ist halt so, einfach, da ist halt einfach alles Kunst, was, ach, die macht. So, okay, ja, also, okay, ne, und die muss dafür halt nicht extra auf eine Bühne. Ja, und kleiner also Gruß diese, von das, mir an dieser das, Stelle. Das kommt ja noch dazu, dass diese Idee zu dem Sing Halleluja kam noch nicht mal von mir. Ach, die kam noch nicht mal von dir. Nein, der große Künstler. So, also, und dann, sondern ich hatte parallel dazu eben andere Videos, habe dieses Video auch so, wenn man jetzt zum Beispiel bei YouTube auf Julian Leithoff klickt, kommt auch dieses Video gar nicht. Ich habe das extra so deaktiviert, weil ich gesagt habe, okay, wenn jemand halt über Hochzeiteinzug darauf kommt, ja, okay. Kommt aber im Übrigen, wenn man Julian Leithoff eingibt, steht als allererstes Julian Leithoff Hochzeit. Nein, doch. Nein, nein, nein. Doch. Nein, doch. Das musst du mir mal zeigen. Ja, gern. Das habe ich extra geschaut, dass das nicht. Also so bin ich da drauf gekommen. Ich habe irgendwann mal einfach Julian Leithoff eingegeben. Und dann bei Videos. Und nee, und dann kam halt so bei Vorschläge, dann kam Julian Leithoff und dann der zweite Vorschlag ist Julian Leithoff Hochzeit. Achso, aber wenn du einfach Julian Leithoff eingibst, kommt nicht der Hochzeitseinzug als erstes. Achso, das weiß ich nicht, nee. Aber es wird einem als Suchfeld angezeigt. Möglich. Ja. So weit hast du schon gebracht. Ja, aber das, ja, liegt vielleicht nicht an dem Video, sondern einfach, dass ich so ein smarter Typ bin, wo sich viele Leute immer fragen. Ist der verheiratet? Julian Leithoff Partnerin? Julian Leithoff schwul? Ja, und Julian Leithoff Rollstuhl. Julian Leithoff 5-Punkt-Fixierung. 5-Punkt-Fixierung, ja. Achso, das ist ja interessant. Nee, das wusste ich nicht, weil ich war, ja, bisher immer so in diesem Glauben, ach wunderbar, man kommt halt drauf, wenn man irgendwas mit Hochzeit sieht. Also nee. So, und aber andersrum, also die Brücke geht nur in die eine Richtung und nicht in die andere, ja, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, und das, und dann ist dieses Video. Über, also es hat ein bisschen gedauert, aber so über ein halbes Jahr, es haben sich dann am Anfang eben einfach nur so die Leute von der Hochzeit geschickt und die haben das dann irgendwie ein paar Leuten gezeigt und wie gesagt, ich habe kein einziges Suchfeld irgendwas mit SEO oder alles, was du sonst irgendwo liest, ja, sondern alles Quatsch. Ja, sondern was halt bestimmt irgendwie geholfen hat, ist, dass wenn du halt Sing Halleluja eingibst, ja,
noch nicht mal mit Hochzeit oder so, sondern einfach so oder mit Dr. Alban oder so, dass dann kommt es halt recht schnell. Aber ich glaube nicht, weil wir irgendwelche krassen SEO-Wörter benutzt haben, sondern weil es halt einfach so viel geklickt wurde. Ich glaube, ja, andersrum ist es gekommen. Genau. Und das Interessante ist, dass wenn du dich bei YouTube einloggst, dann kannst du ja sehen, von wo das Ding geklickt wurde. Und das Spannende ist, dass das Ding wirklich, das ist dann über die letzten 4 Jahre weltweit geguckt. Haben. Genau. Bei YouTube, glaube ich, um die... Also letzter Stand, als ich geguckt habe, ich kontrolliere ja stündlich den Stand deiner Videos, weil ich mich ja immer mehr zu deinem Sidekick einfach nur entwickle. Ja. 4,5 Millionen Klicks tatsächlich. Nein. Doch. Wirklich? Ja. Bei YouTube? Bei YouTube. Genau, aber das ist eben über die Jahre organisch gewachsen. Und was man jetzt, weil das ist natürlich die allererste Frage in unserer kapitalistischen Welt. Aha. Taste. Was verdient man denn da so? Jetzt fällt mir gerade ein, YouTube steht ja immer exklusiv, dass man nicht darüber sprechen darf, sonst wird man gesperrt. Aber in diesem Telefonstreich. es gibt gar kein Video. Hier sind André Georg Hase und Julian Leitloff. Genau, die Videos. Sperren Sie den Kanal von Julian Leitloff. Genau, wenn Ihnen irgendeine Aussage nicht gefällt, dann wenden Sie sich an Julian Leitloff. Das wäre natürlich jetzt der nächste Move, irgendwie zu versuchen, das alles so dahin zu schieben. Ja, und also was verdient man? Was verdient man damit? Ich kann es dir nicht genau sagen, weil ab einer halben Million, ja, bekam ich eine Nachricht: Hey, herzlichen Glückwunsch, Ihr Video wird oft geklickt. Wir haben aber festgestellt, dass GEMA Material da drin verwendet wird. Und zum Glück hat sich aber ja vor einigen Jahren endlich irgendwie GEMA und YouTube geeinigt, weil früher wäre das Video einfach gesperrt gewesen. Ja. Sondern inzwischen ist die Regelung: Hey, das Video läuft weiter, wir schalten halt Werbung davor und Dr. Alban kriegt dieses Geld. Genau. Also das heißt, Dr. Alban, weißt du, habt ihr mal telefoniert? Nein, wir haben nicht telefoniert. Schickt er einmal die Woche mal so einen Obst- und Wurstkorb irgendwie rüber? Nee, aber ich glaube, ich hatte das letzte Mal Geld bekommen, als es dann irgendwie 400.000 Klicks waren und so. Und da habe ich dann tatsächlich irgendwie 400 Euro oder sowas für bekommen. Was? Das ist schlecht. Das läppert sich wirklich schon, ne? Total. Ich fand es total interessant. Ja. Weil du dadurch macht man sich halt erst bewusst, was für ein Massenmarkt jetzt die ganzen YouTuber, die halt jede Woche 2 Videos, die 1 Million Klicks haben, da siehst du mal. Ja, vor allen Dingen, das ist ja dann auch irgendwann einfach ein passives Einkommen, was du noch erwirtschaftest, weil dann hast du ja das Video gemacht und es ist ja dann trotzdem da. Ne? Und dann verdienst du damit ja trotzdem immer noch damit. Also es wären jetzt, wenn man das so hochskaliert, halt über 4.000 Euro, was man einfach mit diesem Video gemacht hätte. Was so einfach so nebenbei läuft, einfach so die Hochzeit. Wäre die halbe Hochzeit drin gewesen, oder? Ja, wäre die Hochzeitstorte abbezahlt. Ne? Genau, ja, die Hälfte der Hochzeitstorte. Ein Brautschuh abbezahlt. Ne? Genau. Und das war eben das eine. Ja. Dieses Video existiert schon, ich wurde da auch schon irgendwie 1-2 Mal drauf angesprochen, aber genau, was ich eigentlich sagen wollte bei YouTube, du siehst, dass dieses Video wirklich weltweit geklickt ist, dann kannst du nämlich genau sehen, ich glaube, ich hatte mal gesehen, so auf Kuba wurde es 6.000 Mal angeklickt, im Jemen 67 Mal, in Alaska, überall, also du kannst halt wirklich gut gucken, dass, und scheinbar scheint dieses Video... Gibt es auch ein Land, wo es nicht angeguckt wurde? In Schweden, wo Dr. Alban herkommt, ist es... Da ist es total unbeliebt. Die hassen dich alle. Genau. Nein, aber weil du jetzt von passivem Einkommen sprichst, da ist mir nochmal so bewusst geworden, wie geil es einfach ist, wenn man halt so einen Hit produziert hat. Ja. Weil, wie gesagt, dieses Geld geht jetzt, halt jetzt an Dr. Alban. Und der so, halt cool, danke Julian Leitloff. Ja, so. Aber das war der Stand bis vor 10 Tagen. So, ja? Das Video war einfach bei, genau, bei YouTube. Genau, das war so vor 10 Tagen. Was ist dann passiert? Dann hat, was ich ja, glaube ich, schon mal im Podcast auch erwähnt hatte, ich muss nochmal einen Tick zurückswitchen, so vor einem halben Jahr hat mich so ein japanischer Sender angeschrieben. Genau, aber so ein Fernsehsender. Genau, ne? NHK. Ja. Und wollten fragen, haben dann aber tatsächlich... gesagt, sie könnten halt nichts dafür zahlen. Und meine Überlegung, weil ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erzählt hätte, dass meine Intention wäre, okay, wenn die nicht zahlen können, wäre es trotzdem cool, wenn es da läuft, weil dann würde ich irgendwie versuchen noch, dass man die Info mitgibt, dass das inzwischen in Deutschland so normal ist, so zu heiraten. Das ist einfach so diese Vorstellung, dass dann halt 10 alle Millionen Japaner so, wir wollen so gerne sein wie die im Westen. Dancing in the street. Ja, das ist so meine Hoffnung. Aber da weiß ich nicht, ob es inzwischen gelaufen ist, zumindest wenn ohne Vertrag. Aber ich glaube, das hat sich so ein bisschen
auch aufgrund der Sprachbarriere, weil die Mail war wirklich auch auf Japanisch, nicht auf Englisch. Ah, sehr gut. Ja. Ja, die Japaner können ja, ist ja auch sowas, was immer mal wieder erzählt wird, dass in Japan viele kein Englisch können und dass du somit auch, wenn du da irgendwie von einem Verkehrspolizisten angehalten wirst oder sowas und du einfach dann so Englisch mit dem redest, dass sie dich dann einfach so beschämt weiterfahren lassen, weil die nicht zugeben wollen, dass sie kein Englisch können. Ja, und in China ja genauso. Also da habe ich das ganz oft, dass auch wirklich dann bei irgendwelchen Hightech-Sachen, ich kenne mal jemanden, der bei Lufthansa Cargo da lauter Deals vor Ort gemacht hat, ja, und die wichtigsten Entscheider keine Ahnung haben, also es gibt, man kann, um was es geht, aber lächeln. Oder nur über Dolmetscher irgendwie versuchen, sich zu koordinieren. Ja. Okay, dann liest bei einem japanischen Fernsehsender. Vielleicht, das weiß man nicht. Man weiß es nicht. Dann kam parallel dazu die Anfrage von ProSieben Sat.1. Ja. Das... Und das ist wieder so dieser Punkt, wo man sieht, wie man theoretisch da dran geht und wie man praktisch dran geht. Genau. War nämlich die Anfrage, hey, für unser Format, die 111 lustigen oder sowas, yeah, YouTube-Videos, yeah, da gibt es irgendwie 111 irgendwas, ich weiß nicht, ich glaube, das Wort wird dann immer geändert, je nachdem, was für ein Thema es ist. Genau. Aber es sind dann halt immer 111 Videos und wo ich dann gesagt, okay, in so einem Rahmen muss ich jetzt wirklich nicht stattfinden, so. Und dann, ja, also wir würden halt für dieses Video Ihnen 500 € direkt geben, wenn wir es da einmal verwenden könnten. Ja, natürlich, sehr gerne, ja. Voll gerne. Ja, und wo ich dann gesagt, okay. Okay, also der Counter steht mittlerweile bei 900 €, ne? Ich rechne, so, ich rechne mit. Ja, und ich glaube aber, dass das losgelöst jetzt von dem, was dann bei Facebook passiert, gelaufen ist. Ja. Auf jeden Fall lief das irgendwie vorletzte Woche und das war wirklich, André, ich hab die Sendung ja nie gesehen und ich dachte auch schon, okay, es wird bestimmt schlimm und lieblos. Dieses 111 lustige, ja, Webvideos. Und ich dachte, jetzt kommen halt 111 lustige Hochzeitssachen. So, bei dieser Hochzeit tanzt nicht nur das Brautpaar aus der Reihe. Und dann mit so Geräuschen, so, genau, da treten es, ja auch die Leute, machen dann ja aus Luftrissen, ja, das Schlimme war doch erstmal, in welchem Rahmen man stattfand. Das Thema war gar nicht Hochzeiten, sondern einfach 111 verrückte Familien. Ja, sehr geil. Ja, ne? Ihr seid auch die verrückte Familie. Wurden dann auch so Michaela Schäfer so eingeblendet, so, finde ich total super. Nein, die Sendung wird viel weniger produziert. Ja, wird einfach nur so eins ans andere dran gehangen. Das läuft halt irgendwie freitags abends in der Primetime. Wahnsinn, und ne? Über 2 Stunden. Wahnsinn, ich meine, 111 ja, Videos, ja, am, genau, Stück. Einfach von einfach 111 nur von 111 auf 1 runtergecountet. Einfach YouTube-Videos. Ja, sehr gut. Cool. So, und da kam dann halt auch völlig, also vom Ranking her völlig unlogisch, weiß ich was, dann zwischendrin ja, so ein kotzender Opa, der sein Gebiss verliert, der kam halt... Das Video will ich sehen. Dann das kam, glaube ich, so zwei vor uns. So, ja, ja. Und wir waren auf Platz 25, weil ich auch dachte, oh, bitte lass es nicht irgendwie. Nicht die 1. Nee, und dann, aber nach uns kam dann noch, genau, direkt nach uns kamen zwei, die ihr Kind irgendwie versuchen, so im VIP-Modus, so von links nach rechts, so 1, 2, aufs Bett zu werfen und beim dritten, ja, Achtung, nehme ich noch auf? Ich glaube, ja. Hallo, hallo? Ja. Die so ihr Kind versucht haben, so rumzuwerfen. Genau, und dann fliegt es halt irgendwie aus dem Bett und irgendwie so an die Scheibe, so, haha, ja, wird lustig. Aber wenn die da 500 € pro Song, nein, das, zahlen. Ich wette, das machen die... pro Ding zahlen. Das habe ich mich auch gefragt. Meinst du, das machen die nur, wenn jemand sagt, nee, lieber nicht. Nee, aber das, also hab wir ich ja hätten gar nicht. Auch 500 € doch. Das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt. Also es kann ja nicht sein, dass die 111 mal 500 € zahlen. Nee. Meine Vermutung ist, dass die alle Sachen, die aus dem Ausland kommen, einfach nehmen. Genau. Ja. Weil das haben die, dann das Video von diesem Hochzeitseinzug kam, haben die das halt so richtig gepusht. Und falls Sie glauben, so eine verrückte Hochzeit gibt es nur in den Vereinigten Staaten, weit gefehlt. Diese Hochzeit fand statt. Und ich dachte, oh Gott, wenn jetzt irgendwie Wiesbaden oder irgendwie sowas kommt, in Süddeutschland. Cool. Ja, das war dann, okay. so ja, aber, Süddeutschland! Und dann natürlich, das Video ist zu lang, deswegen haben die es zwischendrin so richtig schlecht so geschnitten. Ja, ja. Und dann, es fängt aber damit an. Und das ist so das, was du dir so vorstellst. Das wäre wahrscheinlich auch so dein Lieblingsjob, dass man einfach so drumherum Details sucht und bespricht, die gar nicht irgendwie relevant sind. Ja. Zum Beispiel in diesem Fall. Einfach halt so der Opa, der da so sitzt und so guckt, so, noch ahnte Opa Heiner gar nicht, was hier gleich abgehen würde. In diesem Fall ist es so, dass ich habe halt einfach, ganz am Anfang sieht man
dass genau, ich, wie du so einen Daumen hoch zeigst. Genau, machst, so. Einfach um dem Musiker zu sagen, genau. Jo, jetzt drück halt drauf. Freeze, der Daumen wird rangezoomt und dann wird so ein Kreis da drumherum gelegt. Dies ist das internationale Zeichen für, es geht gleich los. Ja! Ja, ja, falls ihr jemand zuhört, ja, schreibt mir eine Mail an mail@die-therapie.com, ich mach das sofort, ja, da hätte ich eine riesen Freude dran, einfach nur so in so einem Scheiß-Videos, dein Video ist nicht scheiße, aber so der Opa, der sein Gebiss auskotzt, dann so, ah, was könnte man damit machen? Beißen. Okay, hier, Videotyp. Mach mal, dass das Gebiss dann noch so auf dem Tisch so rumspringt. So. Falls Sie sich schon immer gefragt haben, wie diese Scherzgebisse hergestellt werden. Opa Heiner weiß genau, wie es geht. Und der beißt sich an allem die genau, Zähne aus. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und nicht nur die Maus. Ja. Auch immer mit so einer Stimme. Ja, aber du könntest ja alles. Du könntest ja den Sprecher machen. Genau, ich könnte den Sprecher machen, ich könnte das rausschneiden. Ja. Super, oh, also. Ja, und ProSieben, ich liefere die, ja. Und ich liefere die, genau, du machst einfach nur geile Viral-Hits, die ich dann dafür braten kann. So, aber dadurch, dass das halt, daran merkst du auch, Fernsehen hat heute gar nichts mehr an sich. Genau. Darüber hat das keiner mitbekommen. Hat es niemand mitbekommen, ja. So, da waren wir übrigens auf Platz 25, da war ich dann sehr erleichtert. Ja. Und es gibt noch ein anderes Ding, das ging viel früher viral, von irgendeinem Ami, der auf Bruno Mars I think I wanna marry you, wo dann alle mittanzen, das hast du garantiert ja mal gesehen. Nein. Ich guck mir, also ich hätte mir auch das Video nicht angeguckt, wenn das jetzt nicht von dir wäre. Weil ich so ein Schnösel bin. Ja, aber du kanntest das Video doch auch schon, bevor wir uns kannten, oder? Nein. Aber du hast es doch irgendwie mitbekommen. Nein. Doch, du hast mir doch mal gesagt, dass du es gesehen hast. Nein. Du hast das Video doch nicht erst vor 2 Wochen gesehen. Sondern doch, schon vor einem doch, Jahr oder ja, so. Ja, ich habe es irgendwann dann mal gesehen, aber erst nachdem du mir davon erzählt hast. Ach so, ich dachte, es wäre jetzt auch, dass es in deinem Stream, wenn du immer so... Nee, tut mir leid. Nee, André, ich bin eher froh. So. Ja. Nee, aber ich habe von ganz vielen gehört, dass ja, ich habe halt einfach für eine Hochzeit, die ich organisieren soll, nach Einzügen gesucht und dann kommt es halt immer als einer der ersten. Ja. So. Das war aber bis dahin, ich dachte, gut, es läuft so völlig losgelöst von meinem sonstigen Rahmen und ist einfach ein Video, was halt bei YouTube irgendwie geklickt wird und wer es sieht, ist glücklich und gut ist. So, dann kam von der kleinen Seite bei Facebook die Anfrage, hey, habt ihr ein Video gesehen, würd das gerne bei Facebook hochladen. Ja. Der hat das dann, ist das für dich in Ordnung? Ich sagte, gut, kannst machen, kannst ja irgendwie dann meine Seite darauf verlinken und hab aber ansonsten, also da kommt jetzt leider auch kein zusätzliches Geld, was ich noch irgendwie berichten kann, sondern das Video wird dann ja eben nicht von YouTube geteilt, sondern die haben das dann selbst nochmal bei Facebook hochgeladen. Genau, und dann so ne, ihre quadratisches lustigen Format. Genau, und dann noch oben hier der Smiley, der so weint vor Lachen. Und dann so eine Hochzeit hätte ich auch gerne mal. Oder der so guckt, als ob er gerade einen Schlaganfall hat, der so die Zunge rausstreckt und ein Auge so hat, so... Ja. Halbseitige Gesichtslähmung. Und so ist eben dieses Video dann da nochmal hochgeladen. Und da haben es dann nochmal ein paar geguckt. Und da, du siehst an diesem Video, und das finde ich ganz interessant, wie das halt läuft. Ja. Dann kam halt die Anfrage von einem so, hey, wir sind die 90er. Das kam dann einen Tag später. Genau. Ja. Also, ja, hey, ich habe da ein Video gesehen. Nee, das Geile ist, die schreiben dann immer so, ja, ich habe gesehen, du machst ja so lustige Videos. Und wir würden gerne davon irgendwie was hochladen. Ach so, ja, es geht um das Sing Halleluja, den ganzen anderen also um Dreck, das eine, den anderen Kram, den du produziert hast, um berühmt zu werden, der interessiert uns jetzt leider nicht. Genau. Ja. Aber das wird halt immer so, hey, nee, cool. Ja. Das ist natürlich dann auch so eine Standardformulierung. Hey, coole Videos. Ja, klar, die sind alle gleich. Ja, ja, genau. Ja. Und dann haben die das hochgeladen. Genau, und dieses also das war jetzt schon die zweite. Genau, und das war eigentlich das, womit es unheimlich wurde, weil dieses Video wurde bei Facebook neu hochgeladen. Und hat innerhalb von einem Tag halt 1 Million Wahnsinn. Das müssen auch alle, das vermutlich wird dann alles in Deutschland sein. Und zwar waren das dann auch direkt irgendwie 6.000 Kommentare. Und daran sieht man, was du vorhin gesagt hast, es ist ja gar nicht so spektakulär. Also, ich fand es zwar von uns auch nicht crazy. Nee, oder irgendwas. Genau. Also das ist ja witzig und auch wenn man euch kennt und sowas, dann weiß man ja auch, dass das wirklich sehr authentisch ist. Und dass ihr auch wirklich so seid und dass das passt. Aber das war ja jetzt nicht irgendwie, wochenlange Vorbereitung und Feuerwerk und dann fliegt da noch was raus und dann steht plötzlich noch der Opa auf und fängt an zu rappen oder so. Ja, ja und ich schwöre dir, André, genau deswegen ist es so erfolgreich, weil du siehst, dass eben es
es ist eine Inspiration für viele, also scheinbar war es für mich. Ich könnte das auch, aber ich habe es noch nicht gemacht. Genau, und hey, das ist also doch eine geile Idee. Man kann es ja auch die meisten, ganz schnell machen. Ne, ich habe ja dann als dein Assistent einfach so ein bisschen übernommen, in den Kommentaren einfach immer mal so durchzugucken. Und das war ja so das, was mich zum Beispiel sehr gefreut hat einfach, weil ich ja oft auch so ein bisschen pessimistisch eingestellt bin, dass das überwiegend positiv alles war. Und mit überwiegend muss man ja wirklich sagen, über 90%. Genau, ne? Also das ist auch wirklich so, das, was am meisten kam, war wirklich andere Leute so verlinken und dann sagen so, hey, das wäre doch auch was genau für unsere Hochzeit oder so, ne? Und das ist ja auch okay, weißt du, das ist jetzt alles, ich habe diese Seite jetzt nicht abonniert und sowas, ja, und das ist auch alles nicht so meine Welt, aber das muss ich dann auch keinem schlecht reden oder sowas, weil, ja, okay, ist doch cool, dann hast du doch da wirklich Leute inspiriert. Es gab ja aber auch ein paar Leute, für die war das dann so nicht so schön. Ja. Ja, und das war übrigens schon bei YouTube so, dass ich, dadurch, dass ich überhaupt keine Lust hatte, mit diesem Video irgendwas zu bewegen, dass ich direkt am Anfang, als da auch so die ersten Hater kamen, einfach das deaktiviert habe. Ja. Ansonsten, wenn das jetzt künstlerisch, finde ich, ist es genau. Völlig egal. Aber ich finde das halt so eine merkwürdige Sache, wenn man so einen Rahmen, wo ganz offensichtlich ist, dass der privat ist. Ich finde sogar, dass man die Meinung haben kann, so Alter, es ist natürlich, man inszeniert sich total und ich kann das verstehen, wenn man das kritisch sieht, mir ist es nur so völlig fremd, dass diesen Hass dann irgendwie rauszubringen, also genauso wie ich halt ganz viele Lieder unerträglich finde, find's aber, würde nie auf die Idee kommen, da dann einen Kommentar zu schreiben, also, ich find's total überproduziert oder wer sowas Lyrics hört, ist echt irgendwie erbärmlich. Ja, genau. So, ne? Hä? Nein. Aber weißt du, welche ich am besten fand? Wir müssen ja jetzt nicht über jeden, ne? Es ist ja sowieso immer so blöd, wenn man dann über das Negative mehr redet als über das Positive. Da komme ich auch noch gleich zu. Ja? Aber eine ist mir ganz besonders aufgefallen, wo man auch dem Julian jetzt einfach mal ein Lob hier vor der Welt Öffentlichkeit machen muss. Ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Der Julian hätte ja jetzt auch einfach sagen können, ja geil, hier mein Künstlerprofil verlinken und dann greife ich da noch ein paar Fans irgendwie für meine Seite ab. Der Julian hat aber alles da mit der Facebook-Seite von Die Therapie kommentiert und dadurch halt auch wirklich viele Leute auf uns aufmerksam gemacht. Und das heißt, ne, du warst da nicht egoistisch, du hast da nicht gesagt, nee, alles meins, ja, sondern du bist bereit, das mit mir zu teilen. Ja, und vor allem, also mit dir zu teilen, zum anderen ist es für mich aber tatsächlich so, dass ich finde, mit unserem Format hier haben wir die absolute Schwierigkeit, egal wo du sonst, egal ob es ein Podcast oder ein Produktlaunch, eine Selbstständigkeit oder sowas geht, es geht immer darum, hey, wer ist deine Zielgruppe? Und wir, aus meiner Sicht, haben wir keine Zielgruppe, sondern ich merke, also ich würde sagen, schlaue und schöne Menschen sind so unsere Zielgruppe. Ja, ne? Also natürlich. Wenn ich mir da mal so unsere Fans angucke, dann treffen wir die auch hier zu 100%. Ja, okay, dann könnten wir ja in irgendwelchen Celebrity-Magazinen, wo irgendwie das lesen ja nicht schlau und schön. Ja, eben. Nein, sondern schlau und schön. Schlau und schön. Es ist eine sehr spitze Zielgruppe. Ja, wir sind, also wenn ihr das hier hört, gehört ihr ja quasi zu den Spargelköpfen, die... Das hast du jetzt aber schön gesagt. Ja. Ihr seid die Spargelköpfe im Gemüse Deutschlands. Mach du lieber mal ein paar Tanzvideos. Überlass die Metaphern lieber mir. Die Bühne. Nein, aber es ist ja so, selbst... Das Interview ist beendet. Nimm jetzt selbst die Schlauen und Schönen. Es ist ja trotzdem so... Ja, man entdeckt das Ding und findet es dann gut und bleibt dabei. Ja. Es gibt ja nichts, was man dran schreiben kann, wo man sagt, oh, ich bin schlau, ich bin schön, oh, ich höre jetzt mal die Therapie, sondern man muss irgendwie drauf stoßen. Ja, und deswegen war so mein Gedanke, hey, du hast irgendwie ein Produkt, was von dessen Inhalte und Qualität du voll überzeugt bist, wo du aber die Schwierigkeit hast, wo will man das vermarkten oder sowas, da, und da gibt es nichts Virales. Okay, du hast irgendwie gerade eine Sekunde Aufmerksamkeit von irgendwie 4 Millionen Leuten, die das gerade hören. Wenn davon halt irgendwie auch nur 1% in dieser Motivation sagt, okay, das ist ja ein freaky Typ, was macht der denn sonst so? Ja. Dann passt es für mich ja auch so, dass man sagt, das ist, ich finde so, also dieser Einzug ist halt auch ein Abziehbild von mir, egal ob man absolut. Das gut oder schlecht findet. Aber also das absolut, ist es absolut, so. Ja, absolut, finde ich. Das übrigens, das fällt mir auch ein, dass danach, wir sind natürlich dann auch irgendwie anderen Hochzeiten eingeladen gewesen und auch eingeladen. Und dann kommt ganz oft so dieses, naja, also wenn ihr da so voll so feiermäßig das macht, dann findet ihr das ja wahrscheinlich irgendwie langweilig, wenn das andere machen. Wenn man sich auch immer so denkt, so, ja, genau. Alle müssen nämlich so sein wie ich. Weißt du? Ich umgebe mich nur mit Menschen, die genauso sind wie ich. Das war auch so das Ding, als ich meine Freundin kennengelernt habe, und ich bin ja so ein künstlerischer Typ irgendwo auch, ja. Und dann habe ich dementsprechend halt auch viele Freunde, die so sind. Und meine Freundin, die ist auch kreativ, aber jetzt, die lässt es halt nicht so albern raushängen, wie ich das früher noch wesentlich mehr gemacht habe, ja. Und dann war auch bei ganz vielen Freunden von mir dann so, ja, also die ist echt
lieb und witzig und auch voll hübsch und so. Aber ich war dann jetzt schon ein bisschen überrascht, weil die schon so ganz anders ist als du, wo ich mir so denke, hä? Aber ich habe doch gar keine Lust, mit mir selbst zusammen zu sein. Ich bin doch schon da. Ja, und ich finde jetzt bezogen auf sowas wie Hochzeiten, das Wichtigste ist doch, dass das, es passt. Genau, und dass ihr euch halt wohlfühlt. Gibt nichts Schlimmeres, als, okay, man muss jetzt heute so lustige Hochzeitstänze machen, also machen wir das jetzt auch. Wo ich gedacht habe, so, hä, das muss halt passen. Ja. Genauso wie es für mich niemals gepasst hätte, jetzt einen klassischen Tanz und dann kommt einfach einmal so ein Scratch und, was ist denn hier? Ja, so die Plattennadel, die so, Genau, weil das hast du halt schon 10.000 Mal gemacht. Das hätte jetzt bei uns nicht gepasst, weil man immer sagt, nee, die haben doch so eine eigene Art von Humor oder sowas. Deswegen war da das klar. Und genauso ist es doch völlig wunderbar, wenn dann irgendwie zwei einfach einen romantischen Hochzeitstanz ohne irgendwie Schnickschnack machen. Und dann sage ich, naja, Lame! 4,5 Millionen Klicks allein auf YouTube übrigens, Julian Leithoff, YouTube-Influencer. Ja. Und wäre aber auch gut, wenn du jetzt auf deine Visitenkarte einfach nur den Link zu diesem Video so draufdrucken würdest. Ja, und du wolltest aber zu den Kommentaren noch irgendwas sagen. Dass ja, es gab einer ist mir halt ganz besonders aufgefallen, wo ich auch deine Reaktion sehr gut fand. Weil bei ein paar Leuten, die irgendwie auch so Fragen gestellt haben, bist du ja dann auch drauf eingegangen. Ja, und hast aber noch nicht mal. Ja, nicht bei vielen oder so. Aber also bei der insbesondere habe ich es gesehen. Und das fand ich halt wirklich krass. Das war so eine halb junge Frau, also ich würde es mal so aus 26 oder sowas schätzen, ja, und mit so einem patzigen Profilbild, und die hat da halt eben einfach unter dieses Video so drunter geschrieben, so, ja Leute, aber wisst ihr, was noch viel geiler ist? Bei deren Scheidung haben die den Song auch nochmal performt und sind noch mehr abgegangen. Ich finde nur das Video gerade nicht, und das habe ich halt so fassungslos gelesen und dachte halt so, Wahnsinn, dass es halt Menschen gibt, die dann einfach mal nur, um sich irgendwie so ein bisschen wichtig zu machen, ja, die hat halt dieses Video da gesehen und hätte jetzt auch einfach drunter schreiben können. Ja, aber das hat sie ja nicht cool erfunden. Ich glaube, dass sie wirklich so verwirrt ist, dass sie das denkt. Ja, aber dass sie dann halt, also ich glaube, die lügt einfach nur. Ich glaube wirklich, dass das ein Mensch ist, der einfach nur, um irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, so drunter geschrieben hat, so, ja, ich weiß aber noch mehr als ihr und kann es jetzt halt gerade nicht beweisen, aber ist doch cool, oder? Ja, und dahinter natürlich auch so dieses, tja, da noch groß feiern, aber in Weizen die schon längst geschieden. Genau, so halt einfach so eine Behauptung so in den Raum zu stellen. Und da hat der Julian drunter geschrieben, so, ja genau, da lief der Song aber rückwärts, weil voll kreativ und so. Und ich habe es auch nicht mit meinem Account. Nee, sondern mit dem Therapie-Account halt eben. Also falls du auch hier angekommen bist, lösch dich doch einfach direkt wieder. Ja, und das ist, ich fand das ganz interessant, zum einen bei mir selbst so psychologisch zu sehen, so dann guckt man halt auch mal so durch diese Kommentare und sieht halt, dass irgendwie 5000 Leute schreiben, ey, wie toll und so, das, wie cool, man, die Freude kommt direkt rüber und so. Ja. Und dann kommt halt einer, das ist das Widerlichste, was ich je gesehen habe. Ja, oder ich find's in der Kirche, die haben die Kirche entweiht, die sollten in die Hölle schmoren oder ja, so. Sowas. Und du hast halt, also die Ratio ist wirklich 99 Liebesbekundungen und halt so ein, eklig. Ja. Was ja, glaube ich, so mit die beste Quote, die du, wenn du im Internet absolut was Virales hast. Ich glaube, wenn du einen süßen Hamster hochlädst, hast du eine schlechtere Quote fast. So, ja, absolut. Also, und dass du aber trotzdem es, ich würde, also es ist einem nicht völlig egal, sondern man denkt, boah, schon so, ey, was fällt dir einfach ein, das irgendwie so zu bewerten? Ich kann dann schon darüber lachen, aber ich merke schon, du kriegst 99 Mal sozusagen irgendeine Art von Liebe. Das ist auch, wenn Leute so, Kritik, und das perlt alles einfach an mir ab und sowas, ja, und das ist mir alles egal und ich bin einfach ich und ich gehe einfach meinen Weg und mir ist egal, was die anderen sagen. Das stimmt halt überhaupt nicht. Genau. Bei niemandem. Das stimmt nicht. Und dazu kommt, wenn du jetzt dort angibst, nicht die letzten Kommentare, sondern die relevantesten, dann kommen zwar auch so viele, hey, ja, ich habe übrigens damals zu den Toten Hosen bin ich eingezogen und so, aber da sind viel mehr Negative. Und warum? Weil dann natürlich die anderen, ich habe gezielt zu den anderen Negativen nie was gesagt, weil ich finde, wenn du da anfängst, das irgendwie richtig zu stellen, irgendwie sowas mit, ja, das ist ja gar keine Kirche, das war ja eine freie Trauung oder sowas, als ob
du irgendwie... Wolltest du jetzt aber schon nochmal erwähnen, ne? Ich wusste, dass du das jetzt hast, aber ich... Ich möchte jetzt aber auch darauf aufmerksam machen, dass du schon gesagt hast, dass du, das hast du mir privat einmal schon mal erzählt, dass du das nicht machen würdest und dass du sowas auch doof findest, wenn man jetzt hier das Medium nutzen würde, um sich so im Nachhinein zu erklären oder das so. Das stimmt, ja? Und ich habe auch die ganze Zeit gemerkt, wie du es vermeidest, das zu sagen. Und ich glaube, es ist dir jetzt nur rausgerutscht. Ja, war natürlich für mich schon anders genug, jetzt hier mal kurz direkt die Peitsche knallen zu lassen. Das war mir klar, dass ich damit nicht davon komme. Was ich aber eben sagen wollte, dass es springen dann ja lauter Leute für einen so in die Presche, ja. Was für mich aber genauso irritierend ist. Deswegen hatte ich damals bei YouTube das... Die dann so, lasst Julian in Ruhe! Nein, nicht Leute, die mich kennen, sondern... So. Nein, zum Glück, da bin ich auch sehr froh. Hier nochmal ein großes Dank an alle, die irgendwie dabei sind, dass die sich nicht irgendwie berufen fühlen, da jetzt irgendwie... Ich rufe hiermit alle dazu auf, geht auf die Seiten, verteidigt Julian bis auf euer Leben, los! Blutfehde! So eine Blutfehde gab es dann wirklich bei YouTube, dass zwei Leute, die ich ja beide nicht kenne, der einen, das ist das widerlichste Video, was ich je gesehen habe, wie kann man sich so inszenieren und das in der Kirche, hat man dann überhaupt keine Ahnung. Findet raus, wo der wohnt, dann verprügeln wir den so, alle zusammen. Dann schreibt irgendjemand anders, lass dieses Paar so sein, wie es ist. Gott hat auch irgendwie... also immer Gott schon, so direkt der zweite Kommentar. So Gott. Und wie lange hat es bis zu Hitler oder zur jüdischen Weltverschwörung oder so wo gedauert? Steht, dass Gott nicht will, dass man in der Kirche lacht? Es ist auch ein Ort der Freude. Und das hier sind doch wirklich Emotionen. Dann schreibt wieder der andere. Ja, du mit deinem Gott, die Katholiken mit ihren Kreuzzügen, was die für Gräueltaten begangen haben. So und völlig ist, weg vom Thema. Wirklich, das ging so 9-mal hin und her. Und bei YouTube habe ich das deswegen deaktiviert, weil das war mir echt zu affig. Und bei Facebook kannst du das ja aber nicht machen. Und das eben auch, deswegen sind diese Kommentare immer so relevant, weil wenn halt jemand, wenn Person X schreibt, finde ich geil, dann postet ja nicht Person Y darunter. Ja, guter Kommentar finde ich auch geil. Ja. Aber wenn halt jemand schreibt... Dann dagegen, dann kommt noch eine zweite Person dazu und die schreibt dann so, don't feed the troll. Genau, aber, und dann jemand anders schreibt, ja, das sind doch Emotionen hier, man kann es doch auch mal anders machen, dann sieht der andere, ja, sorry, ich habe halt nur meine Meinung gesagt, ja, aber deine Meinung ist total dumm. Don't feed the troll. Und Herr, lass Hirn vom Himmel regnen. Genau. So tanzt man überhaupt nicht. Setzen 6. Das finde ich jetzt ganz spannend, dass das Video geht auch bei Instagram jetzt total viral. Ja. Nur mit der Einschränkung, dass du bei Instagram ja nur einminütige Videos machen kannst. Ja. Sodass das Video halt, nachdem ich und ein paar Kumpels eingezogen bin, einfach halt vorbei ist. Aber manche Leute, geil, Herz, finde ja, ich gut. Ja, ganz viele. Also sie hat da auch da schon über 500.000. Ja. Und also ja, cooles Video. Hätte halt gerne auch die Braut gesehen, aber gut. So. Scheint irgendwie völlig irrelevant zu sein. Und da steht überall, also wie Deutsche glauben, dass wenn das feiern ist. Genau, das habe ich auch total viel gesehen. Und da war ich dann auch mal auf den Profilen und dann habe ich gesehen, dass das alles nur so 1,50 möchte gern Latinas sind, die halt irgendwie sich sowas einbilden, so, ja, meine Mutter kommt aus Kolumbien und ihr wisst ja, was man über die Latinas sagt, deswegen kann ich auch gut tanzen, weil mein Vater aus Bottrop hat ja eine Frau aus, weiß ich nicht, Montevideo geheiratet oder so. Ja, und wer das Video gut findet, war wohl noch nie auf einer albanischen Hochzeit. Ja, okay, cool. Nein, waren wir nicht. Und das ist ja, und es gibt auch gar keinen Wettbewerb und meinetwegen macht das doch, ja, also ist schon irgendwie dann interessant, dass niemand von denen dann darunter ein Video postet, wo wirklich es halt richtig. Wo ist denn die albanische Hochzeit? Wo ist denn das albanische Hochzeitsvideo, das 80 Millionen Klicks hat, ja? Das gibt's gar nicht. Ja, und aber auch hier sieht man auch wieder jetzt hier im Podcast, dass man hat viel mehr Bedürfnis darüber zu sprechen. Ja. Und das ist genau das Problem vom Internet. Dadurch hat man das Gefühl, dass so viel mehr gehasst wird, weil man einfach das löst einfach mehr in einem aus, egal ob man nicht. Das ist ja auch in persönlichen Gesprächen so, wenn du abends irgendwie dich mit einem Kumpel triffst oder sowas und er fragt so, hey, und wie war die Woche und sowas, dann wird sich der Part, man wird dann irgendwie, wenn es auf der Arbeit einfach gut gelaufen ist in der Woche, dann sagst du so, ja, Arbeit war diese Woche echt ganz gut. Aber wenn du irgendwie mit einer Kollegin da Stress hattest oder irgendwie viel zu tun oder so, dann kannst du da halt eine halbe Stunde drüber reden. Auch wenn das nur absolut, so eine Stunde am Mittwoch war. Ja, und das habe ich schon ganz oft gehabt, wenn du dann irgendwie aus dem Urlaub oder vom Wochenende oder von irgendwelchen Treffen erzählst, auch so privat, dass man dann danach denkt so,
Ey, krass, das kommt jetzt ja rüber, als ob es voll der Kacktag war. Dabei war es ja, doch voll dabei gut. Dabei war es ja eigentlich echt ganz gut. Ich krieg das ganz gut hin. Das ist jetzt vielleicht für Leute, die hier schon länger zuhören, überraschend. Aber ich bin ja eigentlich ein sehr, sehr positiver Mensch. Und ich kann mich ja auch wirklich an ganz, ganz vielen kleinen Dingen so sehr erfreuen und da ganz viel Spaß dran haben. Ich werde ja nachher auch noch ein bisschen was erzählen, was ich gestern Abend gemacht habe. Oder haben wir jetzt schon? Bist du schon? Müssten bald so Gäste-Punchline eigentlich machen. Oh Mann, ich habe auch. Beim nächsten Mal darf ich mal ein bisschen was erzählen. Ja, deswegen, das ist jetzt echt so viel. Ja, ist halt viel passiert bei dir, ne? Ja. Fünf-Punkt-Fixierung. Ja, genau, das ist doch. Klick-Millionär. Weil das müssen wir doch auf jeden Fall. Du hattest gesagt, dass noch eine. Genau. Das können wir einfach nach Gäste-Punchline, würde ich noch kurz Crowd-Pleasing machen. Ja, das finde ich eben strategisch, ist es doch viel cleverer. Das müssen wir jetzt nicht während der Sendezeit diskutieren. Wie ging es denn jetzt noch weiter? 90er-Jahre-Seite. Dann habe ich noch eine Anfrage bekommen von einer anderen Videoseite, die wiederum viel mehr Fans noch hat. Genau, Best Trends. Genau, Best Trending Videos heißen die, ja. Das ist ein Typ, der ist, ich habe nämlich ein Interview dann mit ihm gelesen, ja. Das ist ein Typ aus Münster, der ist vor 5 Jahren oder so aus Syrien gekommen, hat ganz schnell irgendwie auch Deutsch gelernt, ganz schnell auch kapiert, hier Internet und diese Seiten, die funktionieren gut, damit kann man auch Geld verdienen und alles. Der lädt halt jeden Tag da 2 Videos hoch, die wenigsten sind irgendwie auch das, also der macht wohl auch mal so Sketch-Geschichten oder sowas, aber relativ wenig und ja, verdient da ziemlich gut mit. Ja, das ist nämlich jetzt der Punkt. Das ist nämlich halt das Ding, die verdienen ja Geld damit. Weil jetzt dieses eine Video, was dann auch irgendwie bei Facebook 3 Millionen Klicks hat, die werden ähnliche Modalitäten mit Facebook-Werbung haben. Ja klar, da kommt dann einfach bei den Videos, ich habe mir dann mal da welche angeguckt, da kommt zwischendrin halt einfach Werbung. Genau, aber ich weiß ja nicht, wie viel Geld man da kriegt, aber es wird ungefähr das Gleiche sein. Schon. Vielleicht sogar mehr, weil man ja gezwungen ist, die Werbung zu sehen. Kannst du ja nicht wegskippen. Ja. Und von daher machen damit auf jeden Fall jetzt einen guten Reibach. Dann hat es auch noch Stern Online geteilt, Wahnsinn. Das Video. Und Wahnsinn. Auch da dann nochmal. Und hat Angela Merkel auch schon angerufen. Ja, klar. Ja, aus der Sommerpause. Ja, aus der Sommerpause. Hat gesagt: Hey, und in die Therapie höre ich auch mal rein. Ich höre die Therapie. Ja, aber und ansonsten bin gespannt, wie es weitergeht, aber auf jeden Fall jetzt nochmal so ein bisschen Einblicke. Wir bleiben halt dran. Ja? Aber wenn jetzt so eine Einladung kommen würde. In so eine Fernsehshow. Der Jahresrückblick. Oder irgendwie sowas halt oder so. Würdest du das machen? Oder würdest du da dich vor allen Dingen auch, kann man eigentlich, müssen wir immer sagen, deiner Frau oder ja. Kann man den Namen? Ja, okay. Würdest du dich dann da mit deiner Frau hinsetzen? Also deine Frau da hinsetzen. Ich bin da hin und her gerissen und bin vor allem also an der ProSiebenSat.1 Anfrage. Würdest du dich mit mir da hinsetzen? Ja, nach der Hochzeit habe ich mich ein bisschen verändert. André, das wäre natürlich witzig. Das wäre halt wirklich richtig. Und dann einfach so, nee, das ist sie aus dem Video. Sie war halt damals war sie halt schwanger. So sieht sie eigentlich aus. Nein, oder sie hat das Video ist, wie man bei YouTube sehen kann, schon ein bisschen älter. Ist halt schon ein bisschen älter. Sie hat sich inzwischen entschieden, ein Mann zu sein. Hallo, ich heiße André. Das fände ich natürlich auch. Das wäre richtig witzig. Also, wenn die Einladung kommt, es wird ja jetzt hier nicht so der RTL-Jahresrückblick-Typ, der hört ja nicht diesen Podcast. Wenn die Einladung kommt, lass uns das machen. Würde ich auch ich würde es halt ohne Witz einfach aufbringen, ja. Ja, der andere Punkt wäre für mich dann zu sagen, ja, wir haben uns inzwischen scheiden lassen, wir sind gerade total am Boden. Wenn so RTL fragen würde, dann in der Hoffnung, dass die dann natürlich ein so Produktionsteam dahin schicken und dann so sagen, ja, wie sieht das Leben von dem gebrochenen Menschen aus? Man denkt, weil dann sehen die da natürlich so diesen Exclusive-Content. Und dann darf ich dann auch eine Rolle spielen? Dann spiele ich so die Rolle von dem neuen Mann, ja, und sag dann so, ja, wir hatten eine albanische Hochzeit, da wurde getanzt, sage ich ihnen. Weißt du, halt einfach nur so halt aussehen wie so ein Megalfahne mit so einem Fez und so einer Brokatweste. Und so, ja, dieser Typ, er hat hier überhaupt keine richtige Hochzeit gemacht. Sing Halleluja. Bei unserer albanischen Hochzeit, da wurde getanzt. Ich bin Stavros. Köstlich. Ja.
Ach Mann. Ach Mensch, André. Also was ich vor allem vorstellen kann, ich habe gar nicht so viel aus dem Urlaub zu erzählen, von was wir letztes Mal angeteasert haben. Ja. Also das würde ich dir jetzt sozusagen die Bühne geben. Komm, Urlaub reden wir das nächste Mal drüber. Ja. Für nächstes Mal habe ich eine krasse eBay-Story. Sehr gut. Ich habe noch, diese Woche noch was gemacht, was ich gerne mit euch teilen will. Jetzt kommt so ein bisschen der Lyrik-Teil. Ja, ich bin gespannt. Ich habe nämlich diese Woche vielleicht tatsächlich ein ganz neues Genre für mich entdeckt. Jetzt. Und zwar ist es der Notizenroman, also der Notiz-App-Roman. Da saß ich nämlich draußen auf meiner Dachterrasse im ersten Stock, ja. Und von da aus kann man so runtergucken auf die Bodenterrasse der Menschen, die unter mir drunter wohnen. Falls sie das jetzt hier irgendwann mal irgendwie zugespielt bekommen sollten, die sind sehr nett, ja. Das sind nette Leute, ich habe auch kein Problem mit denen. Aber die sind so ein bisschen unordentlich, ja. Jetzt muss man halt auch dazu wissen. Bin ich unordentlich? Ja. Ich will nur, zu wissen, ne? Also, und dich habe ich ja auch sehr gern. Ja, ne? Aber bei denen, um es mal so kurz einzuordnen vielleicht, bei denen vor der Haustür steht halt so ein Holzbollerwagen. Ne? Und es ist ja auch okay, die haben ja auch Kinder und alles. Ne? Und der ist auch immer mal so dekoriert. Und als sie eingezogen sind, wurde die Dekoration noch ausgewechselt. Einfach mal nur so der Stand aktuell. Wir haben August. Und? Da drinnen ist die Osterdekoration. Ja? Also da stehen so Hasen drin. Und ein paar Schlittschuhe. Ja gut, aber es war jetzt auch kein heißer Sommer. Also das kann jederzeit wiederkommen. Apropos Sommer. Die folgende Geschichte, das konnte ich ja von oben immer so beobachten, ist eine Aufzählung, also eine Chronologie der Ereignisse. Und die Geschichte heißt Der Pool meiner Nachbarn. Ah. Also die haben sich so einen Pool gekauft. Ne? Nicht so ein eingelassener mit Fliesen, sondern halt so wie so ein großes Planschbecken quasi. Und da kannst du von oben drauf gucken? Kann ich von oben drauf gucken. Wissen die das? Ja klar. Okay. Ja, also wir grüßen uns dann auch. Ne? Ich habe kein Problem mit denen. Ja. Ja, und das sind auch wirklich nette Menschen. Aber einfach mal die Chronologie der Ereignisse. Der Pool meiner Nachbarn. Neu gekauft im Sommer 2017 mit großem Hallo. Über den Winter nur abgedeckt und Wasser nicht abgelassen. Im Frühjahr komplett veralgt. Man kaufte eine Abdeckung. In Klammern. Befestigte sie aber nicht. Sporadische Versuche, den Pool von den Algen mit einem speziell hierfür gekauften Staubsauger zu entfernen. Da die Tauben die sporadische Abdeckung vollgeschissen haben, kaufte man einen Plastikraben und legte ihn auf die Abdeckung. Was aussah, als ob ein toter Vogel im Pool liegt. Ende vom Lied. Das Wasser im Pool ist mittlerweile zur Hälfte verdunstet. Man entschloss sich, den Pool jetzt komplett zu entleeren. Phase 1, mit einer Gießkanne das Wasser abschöpfen. Phase 2, mit einer Schüssel das Wasser abschöpfen. Phase 3, mit einem Handtuch die Reste aufsaugen. Die Entleerung geschieht Anfang August 2018. Aktuelle Außentemperatur 36 Grad. Perfektes Wetter, um sich mal kurz in den Pool zu legen. Ja. Aber das ist das dann so ein großer Pool? Na, das ist halt so, ja, wie so ein Bett quasi. Also ja, wie so ein Zwei-Personen-Bett. Ne? So aber ein kannst E-Bett du, so. Also du könntest dich schon da reinlegen. Ich könnte mich da wie so ein X reinlegen, aber da kannst du jetzt keine Bahnen schwimmen. Ja, das ist klar, so, aber ich habe mich trotzdem gewundert, weil ich das jetzt auch bei Bekannten gesehen habe, dass die so einen Aufstellpool haben und dass da wirklich... Genau, halt also das ist halt so ein Gestänge mit so einer Plane. Und das ist halt so das Ding... Es kann ja jeder machen, wie er will, ne? Und mittlerweile haben sie ihn dann jetzt ja auch entleert und sauber gemacht halt und aufgefüllt und sowas. Aber kümmere dich doch einfach mal so ein bisschen. Das denke ich mir dann immer mal, ne? Wenn die das so wollen, ist ja alles okay und es ist ja auch nicht mein Pool. Aber ich denke mir halt so, ey, das könnte mir halt nicht passieren. Ja, und vor allem, wie vergeudet, wenn du jetzt diesen Jahrhundertsommer hast. Genau, und hast das genau. So Algen und jetzt haben die das halt, jetzt haben sie es ja noch gemacht und dann auch wieder aufgefüllt und alles. Ich glaube einfach... Kennt ihr das? Mega Broller. Den hab ich selbst gemacht. Oh, den kenne ich. Ich habe keine Ahnung. Ja, hören Sie denn nicht, ich kenne ihn nicht. Also einen habe ich noch. Einfach die Abdeckung. Gästepaarschlag. Nicht einfach nur so... Ja, aber das Komischste war für mich direkt am Anfang, das Wasser über den Winter da drin zu lassen. Und das ist halt... Ich bin da auch... Was war denn die Vorstellung, dass man dann... Oh, dann spart man sich das Wasser, dann muss man nicht im Sommer Neues nehmen. Oder wie ekelhaft ist das denn? Also, ja, und da war das dann auch schon so grünlich. Und sowas und dann friert das hier natürlich auch ein. Und das ist ja einfach nur eine Plane. Ne? Und Wasser dehnt sich halt aus, wenn das. Ich war dann immer auch mal kurz davor, mal zu klingeln und zu sagen, ihr müsst das Wasser ablassen. Es geht so nicht. Ihr könnt den Pool nicht im Frühjahr mit dem Wasser benutzen. Ne? Und dann, ja, also
ich sehe da halt so ein paar Sachen, wo ich einfach gern mal so Life-Coach-mäßig eingreifen würde. Ja, das könntest du ja vor allem von da oben ganz gut. Einfach mal von oben mal. Glaubst du, das würde also gut ankommen? Ich hätte das jetzt ja so gemacht. Also vielleicht so kleiner Tipp. Ne? Also so kleiner Tipp von mir. Ja. Ja, aber dann ist ja, die spannende Frage ist ja, weil das zeichnet ja uns als Lebewesen aus, dass die Lernfähigkeit. Inwiefern jetzt bin ich auf den neuen Winter gespannt? Also der Pool ist gerade abgedeckt, die Abdeckung ist aber nicht festgemacht. Da würde ich jetzt halt eben an deren Stelle einfach mal so einen Gummizug drum machen. Ne? Dann würde ich Löcher in die Plane reinmachen, dass das einfach festsitzt, dass es nicht immer wegfliegt. Ja? Wenn die Tauben da nicht immer reinscheißen. Machst du dann auch so Geräusche, so dass die, wenn die so schon halb sich am Lösen ist, so, ja, klar. Dass du so wahnsinnig wirst, wenn du so. Nee, ich werde da nicht wahnsinnig. Wenn du deinen 500-Seiten-Schmöker liest und dann hörst du so irgendwie so ein, da unten so ein Zappeln. Nein, das nicht. Das ich gucke dann halt okay. Nur immer mal runter und denke mir, ach, da müsste man einfach, guck mal da drüben, wenn du das so. Ach, mach doch einfach da jetzt so einen Zug drumrum, dann hält das doch. Aber gut, wollen sie nicht. Ja? Julian, was haben wir denn auf der Uhr? Es ist allerhöchste Eisenbahn. Allerhöchste also, Eisenbahn. Außer wir lassen Gäste-Punchline ausfallen. Aber das auf ist, gar keinen Fall. Das ist keine Option. Das ist keine Option. Wir machen jetzt aber noch ein bisschen Crowdworking. Also, ein bisschen Crowdblazing genau. Noch ein bisschen. Wir haben nämlich eine neue Bewertung bekommen bei iTunes. Und die möchte ich gern vorlesen. Ne? Weil sich diese Bewertung auch nicht unerheblich an mich richtet. Und keine Sorge, ich werde jetzt hier niemanden beleidigen. Ich muss es nur gerade aufmachen. Ja, der Crowdpleasing-Bereich ist auch nicht dafür vorgesehen, André. Nee, der ist nicht zum Beleidigen vorgesehen. Also, 5-Sterne-Bewertung, ne? Von Poker ist für alle da. Wo ich natürlich direkt an Froster. Meinst du, das ist so eine Reminiszenz daran? Ja, kann schon gut sein. Poker ist für alle da. Ist nach wie vor einer der schönsten Jingles, die es gibt. Headline, genial. Ich arbeite als Krankenpfleger in einer Psychiatrie und musste herzlich über eure Sendung lachen. Vor allem über die 5-Punkt-Fixierung, als ihr sagtet, dass da auch der Kopf fixiert wird. 5-Punkt-Fixierung heißt aber beide Beine und beide Arme und ein Bauchgurt. Ja, an den kann ich mich auch noch erinnern. Ich wollte mir nämlich so schön... Seit der Sendung, in der André alleine gesprochen hat, kann ich ihn viel besser ertragen. Freut mich natürlich. Ich fand ihn vorher extrem narzisstisch und künstlich. Aber seit dieser Sendung, in der man ihn mal ganz ruhig und sachlich sprechen hörte, finde ich ihn echt sehr sympathisch. Ich war sogar kurz davor, euch wegen André nicht mehr zu hören. Aber jetzt freue ich mich auf jede Folge, die nur von euch kommen wird. Macht weiter so und ihr seid wirklich spitze. So. Sehr, sehr nett, sehr, sehr herzlich und vor allem auch sehr informativ. Also sehr nett, sehr herzlich. Noch ein Infotainment-Anspruch mit dabei. Und warum habe ich mich jetzt darüber gefreut? Weil natürlich, da steckt ja auch eine gewisse Kritik an meiner Person mit drin. Ja? Natürlich freue ich mich am allermeisten, wenn irgendjemand schreibt, ich find den André total spitze und es ist immer witzig, was der erzählt und ich höre dem wahnsinnig gerne zu. Das ist natürlich top. Ja? Absolut. Das Ende vom Spektrum ist dann halt eben Leute, die einfach nur sagen, der Typ ist scheiße oder sowas. Ja? Sowas finde ich aber auch gut. Und weißt du warum? Erstens mal ist es konstruktiv. Zweitens, offensichtlich mochte er meine Art ja nicht, wie ich sie, bevor du völlig durchgeknallt bist und dann eingeliefert werden musstest. Offensichtlich fand er da ja mich nicht, ich war nicht der Grund, warum er hier zugehört hat, sondern vielleicht eher natürlich du. Nicht. Ja? Natürlich vielleicht nicht. Eher du. Das Summer Special begann aber mit einer Folge, die André allein hieß. Das heißt, in seinem Feed wurde ja dann angezeigt, oh, anscheinend ist jetzt der Typ, den ich narzisstisch und künstlich finde, jetzt alleine da am Start. Er scheint ja aber reingehört zu haben. Und offensichtlich hat er ja auch das ganze Summer Special gehört. Und sowas rechne ich Menschen enorm hoch an. Wenn die einfach sagen, hey, ich finde das irgendwie nicht gut, irgendwas stört mich, irgendwas kratzt bei mir, aber ich beschäftige mich jetzt einfach mal damit und sage nicht einfach, das ist dumm, das ist scheiße, weil das scheiße ist. Ne? Ja, ich glaube vor allem, das ist, um es jetzt mal eine Nummer größer zu machen, das Schwierige sehe ich in unserer Zeit, dass wir inzwischen nur noch die Medien und Inhalte konsumieren, die genau
unserer Haltung entsprechen. Und dass es heute viel leichter ist als früher, dadurch, dass du so ein diversifiziertes Angebot haben kannst. Kannst du einfach sagen, okay, André finde ich scheiße, also... Genau, dann sofort D-Abo tschüss. Und dann nächster Podcast. Und genauso eben mit irgendwelchen Infos, weiß ich was, wenn man jetzt total linksorientiert ist, ja, ich dann lese... Ich hab schon dieses Reizwort gelesen, okay, dann ist kann der Artikel nicht wirklich interessant sein. Genau, und ich habe dann eben meine Feeds, denen ich folge, dann irgendwie die Verschwörungstheoretiker sind unter sich. Und spannend wird es ja immer, wenn du dich mit irgendwas auseinandersetzt, wo du nicht direkt von Anfang an d'accord gehst. Es ist ja auch ganz aus meiner Sicht oft so der Reiz jetzt von unserem Format, dass es eben nicht zwei sind, die sich komplett gleich sind. Genau, oder dass wir jetzt auch beide einfach so, es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich hier irgendwie der scharfe, polarisierende Charakter bin und du irgendwie so der liebe Knuddelbär oder sowas, ne? Nee, und es gibt ja, und genauso, wir wissen beide, es gibt welche, die es tendenziell wegen dem einen, die anderen eher wegen dem anderen hören, die anderen genau wegen dem Kombi. Aber ich glaube, alle hören es wegen uns beiden. Genau. Ne? Also, und ich glaube, es gibt jetzt keinen, der irgendwie sagen würde, ich fände es besser, wenn nur der oder so. Ja, ja, und deswegen fand ich es jetzt eben auch also wirklich richtig cool, dass das überhaupt so dem eine Chance zu geben. Auch ehrlich gesagt so sehr interessant, dass das dann dadurch, dass die Meinung sich dadurch geändert hat. Ja, absolut. Ja, also ich hab mich da wirklich drüber gefreut. Weil ich das immer gut finde, auch wenn sich Leute mit mir auseinandersetzen und ich weiß auch, dass ich jetzt hier nicht irgendwie der allerleichteste Everybody's Darling-Typ bin oder sowas, ja. Aber Poker für alle, Poker ist für alle da, ja. Poker ist ja, für und wir sind alle auch für, da. Und wir sind auch für dich da. Ja, und ich habe eine Frage auch noch an Poker. Ja, bitte. Und zwar zu dieser Fünf-Punkt-Fixierung. Ja. Habe ich gelesen, dass, vielleicht kann ich das auch so als auch Orden so mir mal machen. Spiel irgendwie mit ein. Dass ich scheinbar einer der wirklich allerletzten Menschen in Deutschland bin, der diese Fünf-Punkt-Fixierung bekommen hat, weil das, glaube ich, wirklich so eine Woche später oder so gab es dann die gerichtliche Entscheidung, dass ab sofort das nicht mehr zulässig ist. Dass man nennt es auch das Leithoff-Urteil. vielleicht war es davon inspiriert, vielleicht hat irgendjemand ein Video gemacht und das dann einfach, dieser Mann ist geht in 4 Jahren viral. ist fröhlich, singt, es gibt keinen Grund, ihn Fünf-Punkt fixieren zu lassen. Ich habe auch eine Idee, wie man unsere beiden Abende filmisch umsetzen könnte. Musst du gleich sagen, aber ich würde erst meine Frage formulieren. Ja. Und zwar, wenn er sagt, dass er jetzt in diesem Bereich arbeitet und sich eben auch mit Fünf-Punkt-Fixierung auskennt, ist jetzt eben die Anordnung, dass das nur noch mit richterlichem Beschluss möglich ist. Ja, sehr gut. Dann rufen die nachts um 3 an. Ey, der flippt hier völlig aus. Der bedroht uns mit einer Machete. Ja. Dürfen wir vielleicht bitte die 5-Punkt-Fixierung anwenden? Ja, genauso wird das eben laufen. Sticht mit seinem scharfen Penis. Und da ist jetzt meine Frage, wie geht man damit um? Ist das, also was gibt es für Alternativen? Ja. Also jetzt in diesem... Ich bin wahrscheinlich nicht so ganz repräsentativ, wenn man da irgendwie am Singen ist und so. Hätte man vielleicht einfach eine coole Show dann gehabt. Ja. Aber ansonsten, wie du sagst, wenn man dann eine Situation, wo man bisher sagte, Gott sei Dank haben wir diese 5-Punkt-Fixierung, wie läuft das ab? Deswegen Poker, schreibt doch gerne mal. Da, schreib uns doch noch mal. Schreib doch mal eine neue Bewertung. Eine Mail. Die Bewertung finde ich richtig. Es ist ja auch eine 5-Sterne-Bewertung. Ne? Es ist ja jetzt noch nicht mal irgendwie so, naja, einen Stern ziehe ich nur mal ab oder so, den müsst ihr euch noch verdienen. Sondern es ist ja wirklich die beste Bewertung, die du da bekommen kannst. Und das so geschrieben. Und ich glaube auch, dass das, ich weiß jetzt nicht, ob so viele Leute irgendwie, soll ich den Podcast abonnieren? Ich lese lieber erstmal die Bewertungen durch oder so. Aber falls man es macht, ich glaube, dann ist sowas auch eine ganz hilfreiche Bewertung sogar. Weil die wirkt halt jetzt nicht wie, meine Mutter hat halt mal da 5 Sterne gegeben oder so. Genau, also schreib uns an Mail. Ich habe mich sehr drüber gefreut. Ja. mail@die-therapie.com würde mich sehr interessieren. Wie hat diese Änderung, wie hast du sie genannt, die Leithoff-Regel? Der Leithoff-Paragraf. Leithoff-Paragraf. Das Leithoff-Urteil, ja. Die Leithoffsche Klausel. Genau. Ja. Wie hat die den Alltag verändert? Das würde mich natürlich sehr interessieren. Ja. Macht Leithoff los, war, glaube ich, der Protest-Song dazu. Macht endlich diesen Leithoff los, das Leid ist schon zu groß. Die 5-Punkt-Fixierung abgeschafft. Er ist doch, hat gerade eine schwierige Phase und zu Hause wartet André Georg Haase. Ja, der neue albanische Mann seiner Frau. Ey, das bringt mir halt auch eine... wirklich witzig. Ja, ich hab jetzt noch eine Sache vorher. Entschuldigung. Ja. Weil ich habe mich sehr über diese Bewertung gefreut. Am selben Tag kam aber auch ein Paket bei mir an. Mit einem Brief. Nein. Ja? Und zwar von unserem sehr, sehr hoch von mir geschätzten Hörer Dennis Franke aus Bottrop, der auch gerne bei uns kommentiert, der mir auch...
der mir auch viel Mut gemacht hat im Summer Special, ja, der mir auch mal gesagt hat, hier, ich höre da richtig gerne zu, ich finde es richtig informativ. Und der hat Bezug nehmend auf mein Gespräch mit dem Sven, ich weiß ja nicht, ob du dir die angehört hast, aber da hat mir ja der Sven Kaffee mitgebracht, so exquisiten Styler-Kaffee, aber allerdings als Bohne und nicht gemahlen. Und der Dennis hat wohl ein Kaffee-Abo und meinte dann so, hey, ich habe hier noch ein paar Sachen, da würde ich dir wirklich raten, das einfach mal zu probieren. Gib mir doch mal deine Adresse, dann schicke ich dir das zu. Ich habe ihm dann auch einfach mal treu glaubend die Adresse gegeben. Ja, das ist natürlich immer so ein richtiges Ding. Ja, und es war auch tatsächlich, ich kannte ihn ja schon so ein bisschen, allerdings nie persönlich gesehen. Und so ein bisschen dachte ich auch so, jetzt einfach so, aber komischerweise ist man bei der Adresse irgendwie so. Ne? Dass man dann so, Handynummer wäre weniger. Genau, wäre schön, irgendwie weniger ein Ding. Aber ich wusste, dass ich ihm vertrauen kann und das Vertrauen wurde belohnt. Und dann kam an dem Tag, also gestern, kam dann ein Paket bei mir an mit folgendem Inhalt. So, ich beschreibe das gerade mal. André hat zunächst den Brief. Ein Brief. Ach so, okay. Hallo André, mein bester Therapeut. Handgeschrieben übrigens. Als Dankeschön für all die tollen Sitzungen bekommst du das angekündigte Kaffeepaket. Da ich nicht wusste, ob du mittlerweile eine Mühle besitzt, habe ich bereits gemahlene Bohnen eingepackt bzw. den Mahlgrad Kaffee gerade verarbeitet. Mahlgrad ist eine Marke. Hm? Dieser ist übrigens von einem Bekannten aus Bottrop, der eine Rösterei betreibt. Also Werbung für Mahlgrad Kaffee. Leckerer Kaffee. Für Julian habe ich noch in unseren Teekasten gegriffen. Och, lasst es euch schmecken. Lasst es euch schmecken und macht weiter so. Beste Grüße, Dennis. Dachtest du jetzt, ich lese hier nur so, ja, guck mal, so, das krieg ich alles, ja. So. Ja. Und da sind, halt, das richtig, ist ja wirklich nett, da sind halt richtig tolle Sachen drin. Ja? Hier ich hatte ist schon befürchtet, dass ich jetzt für ein Foto irgendwie an so einer Kaffeetasse nippen muss. Imperial White Russian Tee. Ja? Oh, geil, weil ich will es direkt haben. Dann ein großer Beutel. In so einem richtigen Zipper-Format. Ja, guck mal, was das für edle Sachen sind, Julian. Guck mal hier diesen Kaffee an. Und guck mal, hier steht Marriage Freer. Hat es vielleicht sogar Bezug zur Hochzeit? Oh mein Gott. Nein, Mariage? Keine Ahnung. Also Mariage. Auf jeden Fall Russian. Ich nehme an, das ist so eine Kombination. Ja, vielen Dank. Nun, hier, Mahlgrad-Kaffee, großer Beutel. Ne? Lecker. Sehr edel. Ja? Dann hier noch ein Beutel Kaffee. Das ist ja unglaublich. Und noch 6 Teebeutel für dich. Da hat er richtig schön was rausgesucht. Und sowas freut mich wirklich sehr, sehr, sehr. Ja? Indischer Holy Drachenfrucht. Toll, oder? Alter. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Guck mal, das ist ja jetzt nicht irgendwie ein alter Kumpel von mir, mit dem ich zur Schule gegangen bin. Ich kenne den ja gar nicht persönlich, ja. Der hört einfach hier zu und der fand das einfach, der hat einfach da mitgehört und dann fand er das einfach nur, das kam ja von ihm, der Vorschlag, hier, wenn du Bock hast, der hat halt irgendwie wohl so ein Kaffee-Abo, wo der dann immer verschiedene Kaffees zugeschickt bekommt, weil er sich für interessiert. Finde ich natürlich auch immer gut, wenn sich Leute für was interessieren, ja. Richtig cool. Und dann einfach mal an uns gedacht. Und ich fände es witzig, auch wenn in Zukunft uns Leute irgendwie sowas zuschicken würden und dann immer so, ja, hier, weil der André ja erzählt, er mag Whisky so gern und sowas hier, das ist so ein edler Tropfen. Für Julian habe ich noch einen Orangensaft beigelegt. Ja, bei mir kommen ja hier so günstig. Zigarren. Für Julian noch ein Chupa Chups. So, für deinen Sohn noch irgendwie ein paar Süßigkeiten. Ey, an der Tag, an dem ich irgendwelche Eisteesorten geschickt bekomme, da werde ich richtig glücklich. Also da ja, du stehst arg auf Eistee, ne? Ja, das ist, also über den Sommer habe ich das mir jetzt wirklich auch nochmal gegönnt. Jetzt sind wir wieder im Arbeitsflow. Jetzt muss ich wieder schauen, damit der dicke Julian nicht wiederkommt. Eistee-Verbot. Aber wenn ich es geschenkt bekommen würde hier dann in so einer Box. Also wenn ihr zuhört und Bock habt, dem Julian mal eine Freude zu machen, schickt einfach mal so einen Pfund Zucker. Dann ist er wieder da, der fette Julian. Dann kommt er wieder zurück. Ja? Weißt du, was auch richtig fett ist? Erstmal nochmal ein dickes Dankeschön an Poker ist für alle da und Dennis Franke. Weißt du, und was aber, an alle anderen, die dieses Format teilen werden, lasst uns gerne einen Kommentar da und was man sonst noch so sagt. Ganz genau. Zum Beispiel auch die hier gleich vorkommenden Comedians, die können ruhig sich auch mal dazu äußern. Ja? Denn, denkst du, dass diese Podcast-Folge ist vorbei? Ich sage nein, denn komplett ist sie nur mit Guess the Punchline. Von Jasmin und Richard Klein. Kennst du? Sag mal, kennt ihr das? Eine wahre Geschichte. Kennt ihr das? Kennt ihr die? Mega-Brüller. Den hab ich selbst gemacht. Oh, den kenne ich. Ich habe keine Ahnung. Ja, hören Sie denn nicht, ich kenne ihn nicht. Eine habe ich noch. Guess the Punchline.
Hallo und herzlich willkommen zu Guess the Punchline mit mir, André-Georg Haase und Julian Leithoff. Julian zeigt schon los, ja, der ist heiß, der will weitermachen, denn er liegt ja auch zurück in Staffel 2, Staffel 1 von mir gewonnen, steht es zurzeit 5-1 für mich, André-Georg Haase. Julian, sonst alles klar? Ich bin bereit. Du willst direkt durchstarten. Ich will jetzt endlich mal so ein 3-0 heute machen. Du willst so ein 3-0, das hast du im Übrigen noch nie geschafft, ne? Ich meine doch. Nee, noch nie. Okay. Das gab's noch nie. Es gab schon mal ein 2-1 für dich, ne? Okay, dann ist... Aber schauen wir mal, wie es heute läuft, ja? Julian, hier ist dein erstes Setup. Sein Comedian, der auch ein bisschen langsamer redet. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich heute aufgeregt. Komisch, ne? Ich bin echt krass aufgeregt, ich weiß nicht warum. Komm mir ein bisschen vor wie bei meinem ersten Mal. Das ist das Setup. Komm mir ein bisschen vor wie bei meinem ersten Mal. Aber gestern war eh nicht mein Tag. Ja. Okay, ja. Komm mir ein bisschen vor wie bei meinem ersten Mal. Aufgeregt, unsicher und gleich fängt jemand an zu lachen. Ja, ja. Komm mir ein bisschen vor wie bei meinem ersten Mal. Da lief auch eine Kamera und ganz viele Leute haben zugeguckt. Die waren aber alle älter. Also konnten alle drei punkten, ja, ne, würde ich mal sagen. Aber ja, ja, was ist denn gefallen? Gestern war eh nicht mein Tag. Aufgeregt. Ich muss auch dazu sagen, zwei. Zwei und drei findest du gleich gut? Ja. Ja gut, dann wäre der Punkt auf jeden Fall an mich gegangen. Nein. Die sind nämlich beide von mir. Nein. Nein. Stark steigt er ein, stark steigt er ein. Oh, ja. Aber du hast den ersten auch bestimmt schlechter vorgetragen. Nein. Oh Mann! Ich hab ihn genau so vorgetragen, wie er auch da vorgetragen worden ist. Ich gebe mir mittlerweile auch so ein bisschen Mühe, dann irgendwie auch so den Stil zu imitieren. Es ist Felix Lobrecht. Sagt dir mit Sicherheit. Ja, was, natürlich. Oder? Ne? Und ehrlich, und da. Das war, und gestern war nicht mein Tag, okay. Genau, das war der Eröffnungsgag bei einem Nightwash-Auftritt. Man muss dazu sagen, dass ich Felix Lobrecht, dass ich da lange und viele Videos mir angeguckt habe, weil das wahnsinnig schwer war, da was zu finden. Ja, weil das... Ne? Weil der eine ganz eigene Art hat. Genau, aber der hat halt überhaupt nicht so dieses, genau, Setup-Punchline-Ding. Ja. Nee, sondern das kommt halt viel, ich könnte viel mir vorstellen, Performance, auch über die Persönlichkeit. Wobei ich aber auch sagen muss, ich finde, ich habe auch seinen Humor echt ganz gut getroffen. Also ich finde, auch die anderen beiden hätte der gut machen können. Gerade den du auch genommen hast, du dieses aufgeregt, unsicher. Und dann würden ja schon die Leute anfangen zu lachen, weil er das so performen würde. Ich, ne, könnte mir vorstellen, in diesem Fall, wenn du vorher sogar verraten hättest, von wem es ist, dass ich sogar noch überzeugter die 2 genommen hätte. Weil ich genau gedacht hätte, das ist so auch das ist so seine Art, Humor. Ne? Ja. Und ich meine, es ist ja wirklich keiner jetzt, der Werbung von uns braucht. Aber man kann ja trotzdem an der Stelle mal sagen, er hat ja auch einen Podcast. Hat einen Podcast mit Tommy Schmidt, den ich auch schon versucht habe. Ich sage immer Tommy Pieper, ja? Das ist die Stimme von Alf. Mit Tommy Schmidt zusammen, den ich auch schon versucht habe, für dieses Format zu gewinnen. Und gesagt habe, hier, das funktioniert so und so, hättest du auch mal Lust, was beizusteuern. Der ist natürlich auch sehr beschäftigt, ja. An dieser Stelle, aber ja, haben wir eine nette Verbindung, ja. Also hier, der eine ist ja Comedy, Tommy Schmidt ist ja Comedy-Autor, Felix Lobrecht ja Comedian, wenn er mal was braucht. Absolut. Ruf da an. Ja. Oh Mann, jetzt ärgere ich mich wirklich. Erster Punkt an mich und ich weißt wusste, du, dass die finde ich halt auch immer so am besten so, wenn's so, ich hätte ihn auf jeden Fall geholt, ja. Oh Mann, ey. Okay. Spitze geht das los, ja. So, Julian, wir bleiben langsam. Es wird sogar noch langsamer. Man muss dazu sagen, der jetzt kommende Comedian spielt sehr, sehr stark mit so einem bekifften Image. Ich weiß nicht, ob es dann auch wirklich ist, aber also es wird schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass man diesen Eindruck hat. Es ist auch oft das Thema. Okay. Ich habe dann ein Date mit einer Kifferin ausgemacht. Das war aber auch nicht so. Kennst du? Sag mal, kennt ihr das? Die ganze Zeit nur gefressen. Kennt ihr das? Kennt ihr die? Mega Brüller. Den hab ich selbst gemacht. Oh, den kenne ich. Ich habe keine Ahnung. Ja, hören Sie denn nicht, ich kenne ihn nicht. Die ganze Zeit nur gefressen. Und dann ist sie eigentlich klar. Erste Punchline. Haben sie dann mit der Rechnung sitzen gelassen. Sowas muss ich mir nicht bieten lassen. Ja? Zum Schmunzeln, ja? Die hat die ganze Zeit nur gefressen. Und dann ist sie eingeschlafen. Der Sex war aber trotzdem ganz gut.
Ja. Die hat die ganze Zeit nur gefressen und dann ist sie eingeschlafen. Und ich denk so, oh Mann, Mama. Ja, okay, ja. Ganz klar die zwei. Ja, damit geht der Punkt an dich. Ja! Ja. Muss ich dir ja auch mal ein Kompliment machen. Dass ich da auch mitlache. Genau, dass du versuchst nicht irgendwie. Ich versuche nicht irgendwie so, der Sex war auch ganz nett, wenn man drüber nachdenkt oder irgendwie sowas war das. Ich weiß es jetzt. Nee, weil darum geht es mir halt eben auch gar nicht. Ich muss auch sagen, auch wenn du jetzt eine von mir genommen hättest, hätte ich mich natürlich da Stefan Raab-mäßig drüber gefreut. Ja, ne? Aber hätte dann auch gesagt, dass ich, also die Line, fand ich, konnte man eigentlich fast gar nicht drüber kommen. Halt auch noch sehr, sehr gut performt. Die Leute lachen sich natürlich auch kaputt und der meint dann auch noch so, ja, bei sowas klatscht ihr jetzt oder was? Fragt euch auch mal, was mit euch los ist und so. Und wer ist das? Der heißt Vincent Pfefflin. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja. Das, also als du das mit dem Bekifften gesagt hast, weil der hat ja auch irgendwie so dieses Plakat mit dieser Karotte. Ja. Ich hoffe, der legt sich nicht zu sehr darauf fest, so auf dieses Kiffer-Image und so. Das ist aber nicht so, weil, weiß ich nicht. Ob du damit jetzt so 2-Stunden-Programm... Ja, also das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Bei Felix Lobrecht zum Beispiel, den habe ich ja tatsächlich noch als Poetry-Slammer gesehen. Und da fand ich den schon sehr gut. Da war der noch wesentlich langsamer im Reden. Weil das ist ja so der Style. Und jetzt so als Stand-Upper ist der viel, viel schneller schon. Und auch da habe ich mich damals so gefragt, oh, das fand ich jetzt gut so 10, 15 Minuten. Aber wenn ich mir vorstelle, das geht jetzt so 2 Stunden lang so. Und da frage ich mich eben bei ihm auch, hat er dann auch mal so schnellere Passagen drin oder zeigt er dann irgendwelche Filme oder aber so? Aber das Gute ist natürlich, dass du durch dieses diesen Charakter, den du gibst, ja, dass du halt wirklich auch solche, ja, ich Sex war trotzdem gut, Gags machen kannst und so. Die sind, glaube ich, je näher die Person, wenn das einfach so auch dein Nachbar sein könnte, dann ist es schwieriger. Ja. Ich glaube, ich hatte das einmal versucht bei so einem Programm, dass ich dann noch so auf die Schnelle so eine Art von Gag mit reingebaut habe. Und ich glaube, das hat zu dem sonstigen, hey Leute, schön, dass ihr da seid und so, hat das halt so überhaupt nicht gepasst. Also Julian Leithoff, Konfetti, Musical, Vergewaltigung. Das sind meine Themen, das ist mein Dreiklang. Ja, das ist Julian Leithoff mit seinem neuen Programm Konfetti, Glückseligkeit, Nekrophilie. Ja, aber okay, Vincent okay. Pfefflin. Vincent Pfefflin. Pfefflin, im Übrigen, oder? Nee, Pfefflin. Pfefflin, okay. Ja, US-Amerikaner übrigens. Nein. Doch, in den USA geboren und erst mit 13 Jahren nach Deutschland gekommen. Das ist ich dachte mir nämlich das auch, dass das... Das ist die krasseste Info, die ich hier... Aber der hat schon davor Deutsch gelernt, das kann ja nicht sein. Das kann natürlich irgendwie sein. Der Wikipedia-Artikel war nicht so lang. Okay. Aber kann ja noch kommen. Hat auch schon eine Menge gewonnen. Und hat vor allem nicht geschafft, dass du eine dass bessere ich ihn, dass ich da, nee, da kam ich nicht drüber. 1:1. Vielen Dank, Vincent, für diesen Punkt an mich. An mich. Und dadurch kommt jetzt die Entscheidung wieder. Dadurch kommt jetzt die Entscheidung. Was wird hier? Ne? Ist aktueller Punktestand. 6:2. Ja. Es geht jetzt um den Episodensieg. Julian, bist du bereit für das finale Setup? Ja? Aber sowas von. Ist jetzt auch ein bisschen was Schnelleres. Ja? Sehr gut. Ich muss dazu sagen, ist ein jüdischer Comedian. Da kenne ich nur einen. Ehrlich? Mal schauen. Aber der kann es ja eigentlich nicht sein. Oder den hatten wir ja schon zweimal. Vielleicht kennst du ja auch noch einen anderen. Gucken wir mal. Habt ihr das mitbekommen? Die waren jetzt da. Kollega und Farid Bang, ne? Die waren jetzt in Auschwitz. Das ist das Setup. Oh nein. Oh nein. Okay. Ich bringe ja mittlerweile auch so ein bisschen eine Dramaturgie in die Gags rein, ne? Den kann man komplett machen, oder? Ja, ja, klar. Ja? Habt ihr das mitbekommen? Die waren jetzt da, ne? Kollege und Farid Bang, die waren in Auschwitz. Da habe ich mir auch gedacht, endlich trifft's mal die Richtigen. So, ja? Habt ihr das mitbekommen? Die waren jetzt da, ne? Kollege und Farid Bang, die waren in Auschwitz. Danach haben sie sich wahrscheinlich einen gelben Stern ins Hausaufgabenheft geklebt. Ja, sehr gut, sehr gut. Habt ihr das mitbekommen? Die waren jetzt da. Kollege und Farid Bang, die waren in Auschwitz. Wahrscheinlich hat sie bei den Öfen waren auch so reingerufen. Hallo, Echo! Sehr, sehr gut. Ah, aber ich nehme auf jeden Fall, ich nehme die 1 und die 2 ist aber, die 3 ist auch sensationell. Nimmst echt die 1? Ja, sorry, die ist einfach...
Ja, Wahnsinn, damit geht der Punkt an dich. Ja! Yes! Glückwunsch zu diesem Episodensieg. Hätte ich nicht gedacht, dass du die 1 nimmst. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Doch. Muss ich auch sagen, finde ich meine 2 viel besser. muss ich an dieser Stelle anmerken. Ich nicht. Ja, du offensichtlich nicht. Aber das also ich hätte nicht gedacht, dass das so gut bei dir verfängt. Ja, ja, hätte ich auch jetzt nicht gedacht, ja. Aber es auch, weil den fand ich so naheliegend, ja, und da dachte ich so, ey, da kann man doch noch mehr rausholen. Aber gut, ja, ist ja auch immer ein spontanes Intuitionsding. Ich habe sicherlich auch schon oft davon profitiert. Man hätte auch mehr machen können als Sing Halleluja von Dr. Alban. Aber hätte man machen können, aber manchmal reicht auch einfach. das Naheliegende. Wer fällt dir denn noch ein, welcher jüdische Comedian? Ja, der Oliver Pollack. Oliver Pollack, genau. Der ist es. Ja. Ja, und welchen Namen? Shahak Shapira. Ach so, das ist jetzt wahrscheinlich auch schon... Ist dir auch nicht eingefallen. Ist das rassistisch, dass jetzt nicht... Nein, deswegen, das war der, an den ich gedacht habe. Ja, genau, es war... Gag kommt von Oliver Pollack, auch ein ganz aktuelles Set. Poste ich vielleicht auch einfach mal unter die Folge. Habe ich mich aus dem Fenster geworfen vor Lachen. Habe ich mir schon gedacht, dass das richtig, einer für dich ist. Ja, also den finde ich generell sehr gut. Und findest du es auch gut, dass der so in so Talkshows dann halt, weiß ich ja, also jetzt letztens beim Fußball saß, er hat dann einfach gesagt, ja gut, was regt sich denn irgendwie Deutschland auf? Lothar ist doch irgendwie auch inzwischen bekannt, dass er pädophil ist, so jung wie da die Weiber sind, und dann ist ja irgendwie ein Riesenskandal gewesen, wie sowas. Das, ja, ich finde den witzig. Ne? Weil der halt da so auf alles scheißt. Und mit so. Seinem Hund weil, Arthur. Ja, und weil der halt auch so dick ist und so, ja. So, finde ich halt würde ich gerne auch mal mit dir live sehen. Also es ist, ja, ich es mir ist auch viel angucken. Mehr deins als meins, ja. Aber ist, ich also finde ich, find ich sehr witzig, und ich glaube übrigens, Set, dass er privat Set, sehr nett ist, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen, dass es auch ein intelligenter Typ und alles, ja, hat er auch schon ein paar Bücher geschrieben und so. Gucke ich mir immer wieder gerne an, war ein Auftritt bei Nightwash, wo die Leute halt eben auch, wo du halt auch mittendrin die halt auch so siehst, wie die Leute so Kopf schütteln und sowas. Ich denke, was ist das denn für ein Typ? Der haut da halt einen Gag raus, den mache ich nochmal kurz zum Schluss. Meint er so, ja, dann, ne, wenn du dich mit so jungen Mädchen triffst oder so, dann schicken die halt auch so Bilder so von sich, wo die dann so Hundeohren haben und so eine Hundeschnauze und sowas. Und ich frage mich so, was ist das? Und schreibt denen auch so, was ist das? Und dann sagen die so, ja, ich möchte das innere Kind in mir bewahren. Ja gut, ist auch ein Satz, den du in der Abtreibungsklinik recht selten hörst. Wahnsinn, ja, super Typ, finde ich. Ja. Also deswegen, komm, da soll er den Punkt bekommen, ja. Aber falls er Bock hat, darf er auch ja, meine Lines so, haben. So, ja. Wo ich dich so angucke, stell dir mal vor, jetzt, der wäre jetzt auf einmal so richtig, richtig dünn und groß. und hätte längere, lockige Haare. Und alles würde andere ganz wäre anders aussehen und keine Brille an und komplett andere Klamotten, dann könntest du das sein. Ja? Das finde ich zum Beispiel bei ihm sehr glaubhaft. Der tritt ja wirklich so in Jogginghose auf. Ja. Und dem nehme ich halt auch ab, dass der Original einfach von zu Hause so losgeht. Ja. Ja. Okay, aber auch jemand, der von uns. Episodensieg, erster für Julian Leithoff Dank, in der Staffel Pollack Nummer 2. Für diesen guten Gag. Endstand, yes. Aber nach wie vor 6-3 ja. Für mich. Wen interessiert die ewige Tabelle? Kennst du? Sag mal, kennt ihr das? Eine wahre Geschichte. Kennt ihr das? Kennt ihr die? Mega-Brüller. Den hab ich selbst gemacht. Oh, den kenne ich. Ich habe keine Ahnung. Ja, hören Sie denn nicht, ich kenne ihn nicht. Eine habe ich noch. Gästepunchline. Und das war wieder eine neue Folge. Ach, was haben wir gelacht, was ging's ans Herz? Ui. Was haben wir für Kommentare vorgelesen, witzig, Geschenke bekommen, witzig. Gags abgefeiert. Ohne Ende. Und natürlich, schön, dass er auch hier war für das Exklusiv-Interview. Klick-Multimillionär Julian Leithoff. Selbstverständlich, für euch nehme ich mir immer die Zeit. Und ich war auch da. Das war die Therapie für diese Woche. Kommt gut nach Hause, es sei denn, ihr seid schon zu Hause. Ciao, ciao.